Jo, liebe Leute, willkommen zum nächsten Podcast. Ich weiß jetzt gar nicht aus dem Stegreif, welche Ausgabe das ist, aber auf jeden Fall eine lang ersehnte Ausgabe, und zwar die Cover-Stories. Wir werden alle Cover-Stories von One Piece durchgehen, von Anfang bis Ende. Jede auf jeden Fall kurz anreißen. Wir werden nicht auf jede ins Detail, wirklich jede Seite wirklich analysieren, aber die wichtigsten, die interessanten werden wir komplett auseinander pflücken und ansonsten alle durchgehen. Ich freue mich darauf. Wie gesagt, jetzt haben wir uns mal Zeit genommen, haben die alle hier vor uns liegen, deswegen es ist nicht aus unseren Erinnerungen irgendwie raus. Wir werden das alles auseinanderklamüstern, so wie es hier auch ist vor uns. Und natürlich bin ich nicht allein, ich habe den guten Myrolox, mein Partner in Crime, dabei, und der wird euch jetzt erstmal kurz erklären, für die, die nicht wissen, was Cover Stories sind, was das Ganze überhaupt ist. Ja, auf jeden Fall. Cover Stories sind ja vielleicht auch nicht für jedermann ein Begriff, denn sie sind immer da, sie sind immer präsent. Es handelt sich um die erste Seite eines jeden Panels, eines jeden Chapters. Die grundlegende Faktor hier ist aber, dass auch manchmal einfach so Coverpages entstehen. Manchmal sind es auch einfach nur Fanwünsche, wo sich irgendjemand gewünscht hat von Oda, dass er was Bestimmtes zeichnet. Aber manchmal gibt es auch richtige Stories. Insgesamt gibt es schon ziemlich viele Stories. Also wir haben insgesamt schon mehr als 15 Stories jetzt. Also jetzt geht's quasi über die 15. Story hinaus, und die handeln von allerlei Charakteren. Das müssen nicht mal ultra wichtige Charaktere sein, aber grundlegend geht es einfach darum, dass man so von 7 bis zu 40 Teilen teilweise eine Geschichte erzählt, die am Rande von One Piece ist. Viele davon wurden auch animiert im Anime, manche dann wiederum nicht, was sehr, sehr schade ist, aber das werden wir auch später nochmal kurz anschneiden, warum es sehr schade ist, weil gerade die Interessanten irgendwie komischerweise nicht animiert wurden. Und die Cover-Story ist halt chronologisch sortiert, inzwischen 23 an der Zahl, und die aber nochmal ein bisschen unterteilt sind, also 15 einzelne Geschichten an sich. Und der wichtige Tenor auch hier, es fängt natürlich chronologisch an, wir fangen am Anfang an, das heißt, am Anfang sind noch ein paar ältere Charaktere wichtig, obviously, aber dann später kommen wir zu den wichtigen Charakteren und dann wird es auch richtig interessant. Wie gesagt, immer eine Bild quasi pro Chapter, das heißt, das zieht sich dann halt immer über einige Wochen. Und ja, die erste Cover-Story, die in One Piece jemals aufkam, war die Story von Buggy, beziehungsweise in der Story kommen auch andere Charaktere vor, die wir kennen, beispielsweise Alvida, die da auch präsent war, aber es handelt quasi so von Buggys Nebengeschichte, die kam auch im Anime vor, handelt aber einfach darum, dass man so ein bisschen den Charakter Buggy ein bisschen besser kennenlernt. Ja, also das wurde ja auch zum Teil animiert so, also weil es auch, wie gesagt, es ist ja, ihr müsst auch wissen, dass die Cover-Stories wirklich canon sind, die gehören zur Story dazu, und deswegen macht es auch Sinn, dass es ab und zu dann mal im Anime kommt so. Wir werden später noch auf Warpools Geschichte eingehen, was danach passiert ist und so, und das wurde auch, ich glaube, das war die letzte Cover-Story, die so auch im Anime animiert war, was er gemacht hat, so mit seiner Spielzeugfabrik und wie er sich nochmal hochgekämpft hat zu einem eigenen Königreich, das jetzt trotzdem bei der Reverie ist. Solche Geschichten, und so ist das mit Buggys Cover-Story hier auch, wie er geflohen ist, wie er erstmal so klein war, diese Zeit. Also viele, die One Piece von damals noch im Kopf haben, werden sich daran erinnern, diese Zeit, wo Buggy so klein war, wo er halt seine Gliedmaßen nicht hatte, weil die noch gefesselt waren. Und das hatte ja seine Crewmitglieder, haben dann auch miteinander gekämpft. Seine zwei Leute da, wie heißt die nochmal? Der eine Dompteur und der, du weißt, wie ich meine, da die zwei Heini. Und Kabachi, glaube ich. Genau, die beiden haben gekämpft, wer der Captain wird. Aber ansonsten ist es nicht so interessant, weil, wie gesagt, Buggy von der Prämisse auch nicht so ist, dass jetzt jeder von uns denkt, okay, über den will ich jetzt alles wissen. An sich, Buggy natürlich, Flashback-mäßig, Roger und so, darüber will man was wissen, aber nicht jetzt diese, das war auch, One Piece war da noch in den Kinderschuhen, will ich fast schon sagen, und deswegen wirkt es alles auch so Comedy-mäßig, auch die ganze Cover-Story, dass letztendlich der Löwe, weißt du, da dann, ich scroll das gerade so durch, der Löwe ist hier einfach der Captain dann letztendlich von der Crew, weil er die beiden da ausgetrickst hat und hat auch den Mantel an und so, und ist jetzt wirklich der neue Captain, also ist wirklich lustig, aber ansonsten, ich weiß nicht, ansonsten hast du noch irgendwas zu sagen zu der Cover-Story? Ich glaube, die Leute, die kennt die Story ja. Ja, Buggy, also das wird animiert, geht aber, also es ist ein bisschen lustig zu sehen halt hier, wie Buggy so die ganze Zeit auf der Flucht ist und die ganze Zeit am Struggeln ist, weil jetzt ist er einer der 7 Samurai, einer der höchsten Positionen, die man erlangen kann im One Piece Universum als Pirat, so, und jetzt sieht man halt, wie er so voll am Struggeln ist mit so voll leichten Sachen, weil er halt vor alltäglichen Dingen davonläuft, die an sich im One Piece Universum nicht gefährlich sind, und wie er so ums Überleben kämpft in einer Welt, die eigentlich relativ easy sein sollte für ein 7-Samurai-Mitglied oder für eine Person, die dann mal zu einem 7-Samurai-Mitglied wird. Wir erfahren halt hier so ein bisschen über die Trendfrucht, aber auch das wird ja jetzt später dann immer mehr thematisiert. An sich die Cover-Story jetzt nicht so super spannend, aber da auf jeden Fall, ja, Buggy halt einfach als Charakter, um ihnen so ein bisschen Tiefe zu geben oder halt der Crew Tiefe zu geben.
Ja, und er hat es halt am Ende wieder geschafft. Das ist das Ende vom Lied. Er hat seine Gliedmaßen wieder, seine Beine, seine Arme, ist nicht mehr klein, ist mit Alvida letztendlich dahin, hat seine Crew gerettet vor so einem komischen Indianerstamm und sonstiges und hat es dann geschafft, ist wieder Buggy und ja, das alles, was danach passiert, wisst ihr ja. Und dann kommen wir auch eigentlich schon zu einer der interessantesten Cover-Stories, die zweite gleich, und zwar die Geschichte von Corby, auch Corby Meppo genannt, weil Helmeppo ja mit im Bunde ist, also Corby und Helmeppo, die zwei, wie sie sich bei der Marine durchschlagen, wie sie da wirklich vom Putzknaben die Gänge schrubben, gleich die erste Cover-Story, das erste Panel ist gleich, wie sie beide den Boden schrubben und wie sie da wirklich erstmal die Putzarbeit machen müssen, auch Wäsche waschen sehe ich hier gerade, halt wirklich so Kleinigkeiten und beide sehen sie da halt alle noch so aus, wie sie damals wirklich aussahen, wie man sie das erste Mal gesehen hat. Und ich finde es ziemlich interessant, das mal auch zu sehen, wie es bei der Marine abläuft. Weißt du, wir sehen sonst immer nur die Piratenseite. Und auch, wie ambitioniert Corby eigentlich ist. So, Helmeppo zwar auch so, aber Corby ist einfach krank so. Der hat halt alles dran gesetzt, so wirklich da aufzusteigen. Was jetzt viele gar nicht wissen. Also das ist wirklich die Geschichte von Corby, die keiner weiß. Also wirklich die meisten Manga, selbst die Manga-Leser so haben das nicht mehr im Kopf. Und die Anime-Zuschauer erst recht nicht. Wie Corby überhaupt so wurde, wie er jetzt ist. So manche, also für uns Anime-Zuschauer, für viele und so, die sehen dann immer Corby so und dann denken die, ja, okay, Corby ist krass, der ist einfach so jetzt, ist jetzt einfach so, aber das kommt nicht von irgendwo her. Wird hier alles gezeigt. Deswegen an jedem One-Piece-Fan, der so ein bisschen mal über den Tellerrand hinausschauen will, kann ich dir diese Cover-Stories mal auf jeden Fall empfehlen. So, ne? Ist halt auch krass mit Corby, das finde ich richtig interessant. Also gerade hier auch wieder interessant, weil das wurde zwar animiert, aber hier hat man auch viel rausgelassen. Ganz viel, also ja. Es wurde halt nur so gezeigt, dass Corby da so ein bisschen am Werkeln ist. Es ist halt interessant, weil man denkt vielleicht, dass Garp Corby schon da geprägt hat, dass er halt so ambitioniert ist und ihn immer wieder motiviert hat. Aber das ist halt nicht so. Am Anfang haben die halt wirklich nur die Drecksarbeit gemacht, die Wäsche gewaschen, die Waffen geputzt und so. Aber man sieht halt, wie ein Corby selbst da, wo alle schon am Schlafen sind, immer noch Bücher liest und sich halt so, ja, irgendwie versucht weiterzubilden, um halt in der Position aufzusteigen, weil wir wissen, dass er irgendwann mal ein Admiral wird. Und das ist halt sehr geil zu sehen, wie er halt alles dafür tut. Auch lustig, in der Cover-Story kommen dann halt noch andere Charaktere vor, wie zum Beispiel Garp, was auch cool ist, dass man Garp da schon sieht. Und das Lustige ist halt, Garp ist natürlich der Charakter, der Corby prägt nach dem Marine fort, weil er ihn so unter seine Fittiche nimmt. Aber es gibt halt auch zum Beispiel hier eine ultra lustige Stelle, wo Garp verletzt wird. Und man denkt sich so, oh shit, er wird verletzt. Aber im Weiter Garp einfach geschlafen und wurde deshalb von den Schlag getroffen. Also da sieht man halt auch schon, was Garp für eine Maschine ist, weil er eigentlich einen übelst tiefen Schnitt bekommt, aber er lacht einfach drüber, weil er sagt, ja, ich habe geschlafen, ich habe es nicht mitbekommen. So. Deswegen an sich ultra interessant, aber auch einfach ein cooler Aufbau von Corby. Alter, so eine geile Geschichte. Ich scroll sie nochmal durch, ich muss gerade lachen, weil wirklich, es ist richtig genial. Morgan ist halt da. Ihr kennt ja die Stelle, wo Captain Morgan gefangen genommen und Garp halb aufschlitzt, so, weil Garp einfach irgendwie müde war oder irgendwie drauf geschissen hat. Er hat sich einfach angreifen lassen. Das kennt man ja auch aus dem Anime. Aber das war das im Anime auch so, dass Corby damit so war und sich, also dass Morgan, also Morgan ist ja der Vater von Helmeppo, der hat Helmeppo nochmal entführt, so, und dann wollten sie halt letztendlich, weil er entkommen ist, also Morgan mit Helmeppo auf so einem kleinen Beiboot, wollten sie mit einer riesen Kanone letztendlich auf das kleine Beiboot schießen und hat sich Corby, männlich wie er ist, schon so ein kleines Foreshadowing-mäßig von Marineford, hat er sich vor die Kanone geschmissen, so, und ballert auch rum mit zwei Kanonen, weil er sich wirklich, er hat ja nichts drauf, so, stellt er sich einfach vor diese riesen Kanone und schießt rum und sagt wirklich, sie sollen nicht schießen, weil, wie gesagt, Helmeppo sein bester Freund da drauf ist. Dann kommt aber noch so ein Vizeadmiral, der zerschneidet seine Pistolen und dann kommt auch Garp und rettet die ganze Situation. Und auch richtig lustig, Helmeppo. An sich, für mich ist das so ein Lissop irgendwie, aber irgendwie so ein männlicher Lissop. Der ist irgendwie voll krass geworden. Aber damals vom Comedy-Aspekt und so richtig geil. Man sieht hier, wie er seinen Vater letztendlich die Meinung geigt und in die Knie schlottern, weißt du, und die Beine so zittern. Das hat Oda auch geil gezeichnet. Also ist schon geil, die ganze Geschichte. Und man sieht, wie gesagt, Garp, dass er hier halb aufgeschlitzt ist. Was gibt's auch, also Helmeppo wird letztendlich befreit. Wer hätte es gedacht, Leute? Es ist auf jeden Fall eine geile und sie entschuldigen sich auch beide dann bei Garp und dann werden sie letztendlich auch von Garp trainiert. Das ist letztendlich auch, ja, ist man das sieht das halt Ende auch, der wie, Story? Wie Helmeppo wächst, so. Also das Ende der Story ist halt, wie quasi Garp so damit umgeht, den beiden noch eine Lektion erteilt und beide halt wieder sich dem Training widmen. Ja, aber sogar richtig geht, krass. Also und die Story ist ja auch so ein bisschen, dass halt Corby so voll ambitioniert ist am Anfang und Helmeppo drückt sich so vor allen, aber dann am Ende der Story ist es halt so, dass, also die Story geht über 6 Bände, also es ist 37 Teile lang und
Und diese ganzen Teile handeln halt davon, dass man halt immer sieht, wie Helmeppo immer motivierter wird und am Ende halt richtig mittrainiert und sich anstrengt, während er am Anfang halt so ein bisschen so abgefuckt von der ganzen Sache war. Ist halt einfach cool, um halt so Charakteren noch so ein bisschen Tiefe zu geben, was man halt bei den Strohmitgliedern logischerweise hat, durch die ganzen Flashbacks und so, aber solche Charaktere kommen halt oft zu kurz und dafür ist halt eine Cover-Story perfekt geeignet. Ja, ich find's krass, wie sie trainieren. Aber ich sehe es gerade nochmal vorher. Ja, sie sind wirklich schweißgebadet. Überall haben sie Wunden, alles ist aufgeschürft. Sie haben Beulen am Kopf. Und Corby sogar ohne Brille, also er hat seine Brille abgelegt bei vielen Panels, also dass er auch ohne Brille trainiert hat. Und auch bei Garp letztendlich. Also Garp hat wahrscheinlich das Trainingslager oder so für die da bereitgestellt, hat denen da so ein paar Tricks gesagt und hilft denen mit Haki. Weiß ich nicht. Haki sehen wir halt später. Da war Haki noch nicht so ein Ding. Das ist ja, das war Chapter 119, war die letzte Seite der Cover Story. Deswegen ist es schon ziemlich lange her. Sie haben aber dann auch noch am Strand, also die letzte Seite war auch, dass sie am Strand mit diesem Typen letztendlich, der auch diese zwei Pistolen von Corby damals auf dem Schiff zersegelt hat, der Vizeadmiral oder so, sieht halt aus wie ein Vizeadmiral. Mit dem haben sie dort trainiert. Wer das genau ist, steht jetzt hier nicht. Ist ja wahrscheinlich ein krasser Typ auch von der Marine und sie haben halt mit dem trainiert. Aber Garp ist halt auch anwesend. Raucht auch hier eine Zigarre, Garp. Hat man das sonst mal gesehen? Jetzt mal so am Rande. Nee, dass Garp ich auch eine nicht Zigarre raucht. Das glaube ich sehr so. Das ist irgendwie ein bisschen. Ja, es ist halt auch so kleine Details, die da halt vorkommen. Oder auch in Cover-Stories wird zum Beispiel auch viel mal Fokus. Also gibt es viele Foreshadowings halt, wie zum Beispiel gerade mit Corby, wie er sich vor irgendwas stellt. Und man sagen könnte, das ist schon so ein kleiner Hinweis, wie sich der Charakter mal entwickeln wird. Ja. Aber ich finde das, wie gesagt, eine der geilsten. Müsst ihr euch mal angucken. Und ansonsten würde ich auch sagen, das Training ist natürlich heftig. Müsst ihr euch angucken. Ansonsten würde ich sagen, lass uns direkt zum nächsten. Dritte ist halt. Also das heißt Django's Dance Paradise. Ihr kennt Django, diesen Hypnose-Heini, der war ja auch im letztendlich bei, wo Lysop eingeführt wurde in die Story, war er halt auch da als Antagonist mit da und so und da. Der hat auch noch mal eigene, auch über 30 Seiten sind es, glaube ich, oder? Die der bekommen hat. Und ich weiß nur, also der Cover-Story habe ich auch wenig in Erinnerung so. Ich habe es jetzt zwar vor mir, das Einzige, was ich immer noch im Kopf habe, ist, dieser Jacko ist halt, der trägt nun mal eine Herzbrille. Das liegt daran, dass er wirklich herzförmige Augen hat. Also er hat wirklich herzförmige Augen. Also die Brille ist nicht nur herzförmig, sondern seine Augen, die komplette Form sind Herzen, was auch komisch ist. Und eine weitere Information, die ich von ihm jetzt mitgenommen habe, ist, dass er hat ja so ein langes Kinn auch noch, dass das ein Pilz ist, der ihm aus dem Kinn wächst. Das weiß ich noch so aus dem Stegreif, das auch da irgendwie enthüllt wird. Ist auf jeden Fall ziemlich komisch. Es hat mit einer Tanzparty zu tun, weil er auch so an Michael Jackson ist ja auch angelehnt, heißt ja auch Jacko und ja, tanzt halt da mit Fullbody, mit der Eisenfaust. Die beiden haben da so einen Tanz-Contest, den sie da auch gewinnen. So. Und das ist letztendlich, es ist totaler Blödsinn eigentlich, aber es ist halt trotzdem lustig so, ne? Ja, an sich ist es ist nicht so eine spannende Story. Es kommen halt viele Marine-Charaktere vor. Also Garp, Corby haben hier auch nochmal einen Auftritt mit Helmeppo. Auch Hina, die ja jetzt in der letzten Folge zu sehen war vom Anime, wo sie mit Garp gesprochen hat, da vielleicht nochmal halbwegs interessant, dass man die Charaktere da schon so ein bisschen eingeführt hat. Aber ja, an sich ist es einfach ein Dance-Battle. Also es gibt so viele interessante Cover-Stories, die wirklich story-relevant sind, dass so ein Dance-Battle natürlich ein bisschen, ja, doof, irgendwie, keine Ahnung. Jetzt mal so am Rande, weil Fullbody mit der Eisenfaust da ist. Also, er ist nun mal auch ein Marine-Typ und so. Und er ist einer mit picken Haaren. Meinst du, der hat irgendwas mit Corby zu tun? Auch wenn er eigentlich als Charakter nicht so interessant wirkt. Aber wie viele pinkhaarige Charaktere haben wir so? Weißt ja, du? Stimmt. Eigentlich ein gutes Argument, stimmt schon. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Also, ich weiß nicht, ob man da nochmal so einen Fokus drauf legt, aber du hast schon recht, so die pinke Haarfarbe sticht schon sehr stark heraus und ja, sowas kommt nicht oft vor. Und dann natürlich noch so zwei Marines quasi, die da sich das so teilen. Auch interessant, was mir gerade auffällt, dass man auf der letzten Seite dieser Cover-Story von Jacko auch am Ende Corby und Helmeppo sieht, wie sie mit einem Handtuch über der Schulter, oberkörperfrei mit Garp zusammen da längs laufen in der Marinebasis. Weil Jacko und Fullbody haben sich dann ja Hina angeschlossen, das haben wir auch bei Marineford gesehen und so, aber die beiden sind ja auch nochmal alle gegenwärtig, wie sie wirklich schon, ich will nicht sagen mit Muskeln bepackt, aber auf jeden Fall schon durchtrainierter, da durchs Bild laufen. So, da hat man auch schon wieder, ich glaube, Oda wollte wirklich die ganze Zeit am Anfang mit den Cover, die ersten Cover-Stories sind ja wirklich jetzt, also jetzt, das sind ja fast jetzt 100 Kapitel, das waren ja fast 2 Jahre oder noch mehr, nur Marine fast, weißt du, ist jetzt hier mit Jacko und Fullbody und davor was Corby, Helmeppo, also viel Marine. Ich glaube, er wollte ursprünglich halt immer noch die andere Seite zeigen, so ein Panel wenigstens pro Woche, dass er das damit, aber okay, ist jetzt
Also es ändert sich gleich auf jeden Fall. Ich finde es, also meine Lieblingscover-Story, da kommen wir natürlich noch gleich zu. Ich glaube, gerade schon denken, ja, das ist halt wirklich eine der uninteressantesten. Wurde auch nicht mal animiert im Anime, weil es halt wack ist. Also ist halt nebensächlich. Genau wie die nächste. Obwohl, bei der nächsten, ey, bei der nächsten gibt es eine Sache, die ist so krass, und die hat kein One Piece auf dem Zettel. Und zwar ist das von Okta. Oktas Cover-Story auf Deutsch heißt es Oktas Meeresspaziergang. Ich habe die Null im Kopf, aber ich habe sie vor mir und ich weiß nur eine Seite davon. Und zwar ist es, ich werde es für euch abzählen, 1, 2, 3, 4, die vierte Seite, das vierte Panel von Oktas Meeresspaziergang. Da ist er bei sich zu Hause in seiner Unterwasserhöhle. Dort hat er einen Kalender an der Wand mit einer Meerjungfrau drauf und einem Kühlschrank. Und vielen One Piece-Fans ist aufgefallen, dass er im Kühlschrank höchstwahrscheinlich eine Teufelsfrucht hat. So, siehst du das oben links? Wusstest du das? Der hat oben links im Kühlschrank auch nicht auf dem Zettel. Eine fucking Teufelsfrucht liegen. Also es sieht so aus. Es könnte natürlich auch eine x-beliebige Frucht sein, aber es hat auch so Kringelmuster. Es hat oben so einen Stängel, es ist rundlich und es liegt oben im Kühlschrank oder hat sich ohne Grund gezeichnet. Das finde ich irgendwie krass so. Und sie ist halt unter Wasser. Da wird halt niemals irgendwie... Wer wird da sonst mal gucken kommen? So? Also unter Wasser eine Höhle zu finden auf der ganzen One-Piece-Welt, das ist, weiß ich nicht, das ist ja Nadel im Heuhaufen-Style, so weißt du. Und deswegen, ich weiß nicht, aber es ist ein tolles Rund. Und das ist das Einzige, was ich aus dieser fucking Cover-Story noch weiß. Und ich weiß nicht, ob es relevant wird oder so, ob Okta eventuell irgendwann mal ankommt oder Jinbei jetzt mit der tolles Rund unterm Arm kommt und sagt, Okta hat mir die mitgegeben oder keine Ahnung. An sich wäre es cool, aber es ist halt, es ist auch wieder eine 40-teilige Cover-Story über einen, sag ich mal, relativ, in Anführungsstrichen, uninteressanten Charakter. Wurde auch nicht animiert, aber gerade bei solchen lohnt sich dann vielleicht doch mal ein Blick, weil man muss ja auch sagen, Okta war damals natürlich ein Charakter, der war da, aber der war jetzt nicht so super spannend. Schlussendlich ist aber Okta ein Charakter, mit dem wir alle viel verbinden, weil er hat auch für eine der krassesten Szenen im One Piece gesorgt, sowohl im Manga als auch im Anime, wo Ruffy den Tenryubito geschlagen hat, so die ja auch durch Okta entstanden ist. Und so, also da lohnt sich schon mal so ein Blick, damit man halt wirklich sieht, wie so, wie halt so diese ganze Fischmenschen-Thematik so aufgegriffen wird, weil das wird ja dann später nochmal aufgegriffen, dass Fischmenschen einfach, ja, Rassismus ausgesetzt sind. Ist jetzt ein extrem großes Fass, was man aufmachen kann, aber es geht halt einfach darum, auch hier wieder eine Rasse einzuführen, wo man sich denkt, okay, wofür brauche ich das noch, weil ja der Abschnitt an sich abgeschlossen zu sein scheint, aber später wissen wir ja nach dem Timeskip der erste Arc Fishman Island und, gerade für sowas dann wieder wichtig, weil man auch hier halt sieht, wie man mit den Ganzen umgeht, also wie Fischmenschen halt so in der Welt, ja, dastehen, wie denen ihre Stellung ist. Und was auch interessant ist, was man vielleicht erwähnen sollte, das waren die Chapter rund um Alabasta, wo die Cover-Story kam mit Okta. Also Okta kannte man schon, aber dort in der Cover-Story wurde halt Kami und Papak, die später ja erst viel später bei Sabo oder Kipel das erste Mal gezeigt wurden, also Jahrzehnte, würde ich fast schon sagen, später, also vielleicht, das waren locker bestimmt 10 Jahre später, kamen sie erst im Manga bzw. dann im Anime auch vor. Und da wurden sie schon gezeigt, in der Cover-Story, also der aufmerksame One-Piece-Leser zu der Zeit, vor über 20 Jahren gefühlt, kannte schon vorher dann Kami und Papak, bevor sie überhaupt im richtigen Geschehen im Manga waren, weil sie halt auf der Cover-Story waren. Und da sieht man halt das Ganze. Und die Frau, das ist auch so ein Trivia-Wissen immer von One-Piece, dass Okta eine Frau hat und die heißt Okta Pako. Genau, das ist die Frau, ist auch so eine Okta, so eine Oktopus-Frau, auch mit mehreren Armen. Und das ist seine Frau, so. Also das ist auch so ein, ich weiß nicht, ob man das wissen muss, Leute, aber dafür ist der Podcast ja da, dass man auch so einen Scheiß hier mal erfährt. Aber das mit der Teufelsfrucht ist interessant, oder nicht? Auf jeden Fall. Also das Ding ist, wie gesagt, das sind halt so Kleinigkeiten, die enorm cool sind und natürlich ist es jetzt, also es scheint unwahrscheinlich, dass jetzt natürlich im nächsten Chapter ein Jinbei mit einer Teufelsfrucht unter den Arm aufsteht und sagt, Leute, ich habe den Schlüssel, damit kriegen wir Kaido oder so mäßig, aber ist natürlich unwahrscheinlich, aber die Sache ist, falls mal irgendwann diese Teufelsfrucht nochmal wichtig ist, dann ist es halt cool, dass man schon mal von sowas gehört hat, weil der Faktor, ah, da war doch irgendwas, ist halt viel cooler wie, hä, woher kommt das so, weißt du? Deswegen an sich die Cover-Stories da halt immer ultra spannend, auch wenn sie halt am Anfang natürlich noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen unbeholfen wirken. Sie wirken halt einfach so, unbeholfen ist das falsche Wort, aber sie wirken halt einfach so ein bisschen so, um das Worldbuilding zu vertiefen, während sie später halt wirklich richtig krasse Infos preisgeben. Und das ist da halt, ich meine, ich nur mal als kleiner Teaser vorweg, wenn wir zur 9. Cover-Story kommen von Enel, ich meine, das ist eine Cover-Story, die hat für tausende One Piece Videos auf der ganzen Welt gesorgt, so weißt du. Deswegen da natürlich so ein bisschen der Umschwung. Das ist halt echt nice so. Also ich feiere es auch. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, so, ob wusstet ihr das mit der Teufelsfrucht oder beziehungsweise habt ihr
euch überhaupt schon mal mit den Cover-Stories befasst, weil man kann die Cover-Stories wirklich so, also nicht so ins Detail wie ein Manga lesen, so, also es wäre jetzt ein Manga, wie sagt man, ein Chapter. Es ist halt trotzdem immer, es ist halt koloriert, man kann sich die alle koloriert reinziehen, die meisten zumindest, das finde ich richtig geil. Und es ist meistens auf einem Bild extrem viel erzählt, so, das finde ich immer ganz geil bei den Cover-Stories, weil im Manga, in einem Chapter, in einem klassischen Chapter hat man halt mehr auch die Charaktere, Reaktionen und so, und hier hast du halt immer nur eine Seite oder halt eine Seite, die ja dann aber zusammenhängend dann trotzdem eine Geschichte ergeben, so, und auf einer Seite erkennt man oft extrem viel, wie zum Beispiel jetzt gerade, ich skippe schon ein bisschen durch die nächste durch, durch Warpools Geschichte, da ist ein zerrissener Steckbrief, den man nicht richtig erkennen kann. Und die Geschichte von Warpool wurde ja auch, wann wurde die gezeigt? Ich glaube, das war auch so um, war das nicht nach Dressrosa oder nach Su oder, nee, irgendwo wurde kurz auf jeden Fall, das war nach Dressrosa. Achso, du meinst im Anime. Im Anime, ja, im Anime, meine ich, genau. Folge 778, das war, müsste nach Dressrosa gewesen sein. Also, wo die Spielzeugfabrik gegründet hat, ne? Das meine ich. Ja, ich glaube schon. Viele haben es als Filler wahrgenommen, so. Weiß ich noch, zu dem Zeitpunkt, so viele, ja, das ist Filler-Scheiße und so. Nein, das war nicht Filler, es ist auf der Cover-Story. Die wahre Geschichte von Warpool, was passiert ist nach der Niederlage und so, dass er wirklich sich als von Penner, er war wirklich ein Obdachloser, sich dann wieder hochgeackert hat und ja, Spielzeug mit seinem Warpool-Metall hergestellt hat, die verkauft hat an Kinder, extrem erfolgreich geworden ist damit und beliebt auch in der Welt. Alle wollten Fotos mit ihm, Interviews und so. Und dann hat er mit dem ganzen Geld, was er bekommen hat, letztendlich ein neues Königreich gegründet. Das Dark Drum Königreich heißt es, glaube ich, Dark Drum. Hat auch die schönste Frau aus dem Königreich dann geheiratet und so. Aufgrund auch hier von dem wieder Geld eine coole Anspielung, oder? Miss Universum. Also Miss Universum ist ja auch so eine, also ist halt die Frage, ob Oda sich da den Kopf gemacht hat, aber es ist halt eine lustige Anspielung, weil es ja diese Miss Universe-Wahl gibt, wo halt immer die schönste Frau gekürt wird und das ist dann halt ein Charakter wie Warpool, der jetzt, ich würde mal sagen, nicht ganz den gesellschaftlichen Ideal entspricht, da so Miss Universe quasi heiratet, ist da auf jeden Fall cool, aber es ist halt auch einfach krass, weil er halt auf der Reverie vertreten ist und man denkt sich so, okay, heftig wie hat eigentlich. Wie hat es eine solche Person, das muss man sich mal vorstellen, der chillt im selben Schloss, sag ich mal, wie die fünf Weisen und fucking Imsama, so, weißt du, und der Großadmiral Akainu und wer da sonst so alles rumläuft, so, der chillt mit den höchsten Tieren, die es auf der Welt gibt, chillt der quasi in einen Raum, obwohl er halt gefühlt nichts drauf hat, würden viele Leute sagen, aber hier in der Cover-Story erfährt man halt so in über 20 Teilen, wie es dazu kommt und das ist dann wiederum echt cool, weil er da, also die Cover-Story endet halt, also jede Cover-Story hat am Anfang ein Problem und am Ende ist das Problem gelöst, das ist eigentlich bei jeder Cover-Story so, am Anfang kommt ein Problem und dann zum Ende ist es gelöst und hier ist es halt auch so, dass in den letzten Abschnitt der Cover-Story, also in den allerletzten Teil, sitzt er einfach auf den Thron, sitzt er auf dem Thron und so das Geld regnet auf ihn herab, also er hat es geschafft einfach, während er im ersten Teil da einfach so mit voll verletzt ist, er hat Bissspuren und so, weißt du, das ist halt einfach so dieses komplette Gegenteil und das schon ist halt geil. Immer cool zu sehen. Das also, ich hasse Warpool, Leute, ich hasse Warpool als Charakter, so, der hat für mich null Tiefe und so, aber diese ganze Geschichte, da steckt so viel Liebe drin, ey, wirklich jetzt, ihr müsst euch das mal reinziehen, also, der chillt wirklich auf so einem Schrottplatz, voll dreckig, und dann baut er aus diesem Dreck einfach so Spielsachen und so, weil er das ja nun mal mit seiner Teufelsfrucht und so einfach isst, und dann kann er das mit dem Warpool-Metall auch verarbeiten und so, hat dann auch so Spielzeugmodelle, verkauft die auf so einem kleinen Teppich, und dann in der nächsten Seite sieht man schon, dass er so einen kleinen Stand hat, wo ganz viele kleine Kinder und auch ein kleiner Panda-Man als Kind verkleidet hier irgendwie ansteht. Es ist so geil, und später ist die ganze Stadt, da sind tausende Leute vor diesem kleinen Stand, und dann letztendlich wird sogar hier gezeigt, wie ein kleiner Junge diese Spielsachen von Warpool anderen Mechanikern oder Spielbastler oder sowas zeigt, so, versteht hier, Wissenschaftler, die können es alle nicht glauben, weil das aus diesem Metall ist, aus diesem Warpool-Metall, dieses New Warpool Steel steht hier auch sogar, und damit hat er halt wirklich eine Revolution in der Spielzeugindustrie und in der One-Piece-Welt gestartet. Und einfach, er ist so erfolgreich, er hat ein neues Königreich, ich kann es nur nicht oft erwähnen, aber er hat ein Königreich gegründet, was unter dem Schutz der Weltregierung steht. Und er hat sogar Einfluss
und sein Stimmrecht mit bei der Reverie. Das ist absolut genial und ich feiere das einfach. Okay, lass uns weitermachen. Der, doch über auf Warpool, jeden Fall oder? Die Geschichte eines Gewinners. Ja, nächste Cover-Story, eine der interessantesten. Für mich eine richtig geile Cover-Story, handelt von Ace und es geht um ja die Suche nach Blackbeard. Warum das so geil ist, ist folgende. Erstens, es wurde nicht animiert, das heißt, das ist, also das macht es nochmal ein bisschen spezieller. Die andere Sache ist aber, für viele Leute war es so ein bisschen, er sucht den und man hat ihn mal auf Alabasta getroffen und so weiter und so fort, aber man dachte sich so, man erfährt ja nichts über die Suche. Irgendwann war er auf einmal auf einer Insel so mäßig und Blackbeard stand ihm gegenüber und dann so, hey Teach, was geht so. Aber hier sieht in dieser Cover-Story erfährt man halt einfach nochmal, wie, wie die ganze Suche verlaufen ist von Ace und auch vielleicht auch damals, wo Ace noch das höchste Kopfgeld in der One-Piece-Geschichte hatte mit 550 Millionen, wo man sich ja auch so gefragt hat, okay, wie kommt das alles zustande? Was hat er denn so für Aktionen gedroppt? Ja, der Typ hat einfach eine Marinebasis infiltriert auf der Suche nach Blackbeard, hat sich da als Marinesoldat ausgegeben und hatte aber übelst Terz gemacht, weil dann zum Beispiel einer schlecht über Whitebeard geredet hat. Dann hat er einfach mal so Marinesoldaten halb tot geprügelt. Also es ist halt eine ultra coole Story, die einfach nochmal so ein bisschen mehr von Ace zeigt. Ace ist ja auch von vielen Leuten ein Lieblingscharakter, also für jeden Ace-Fan auf jeden Fall einen Blick wert. Ey, mir fällt gerade was auf, warte mal, beziehungsweise ich wusste das mal und jetzt versuche ich es gerade hier live nachzurecherchieren. Und zwar, gibt es ja diese Insel Lulusia, wo auch die Kommandanten der Revolutionsarmee eingeführt wurden mit Pinkbeard und so, weißt du? Da fängt die Cover-Story an, das ist auf dieser Insel, ne? Wo die Cover-Story mit Ace anfängt. Genau, die ja auch ihren Himmelstribut da nicht zahlen konnten und so. Und das genau, ist halt... Genau. Ja, da fängt das Ganze an. Da sieht man nämlich, dass er essen war bei so einem Pasta Lake, heißt es, also wahrscheinlich italienisch. Und fällt dir mal auf, dass auf jeder Seite auch schon auf der ersten so ein wütender Koch ihn hinterher rennt, weil Ace natürlich gefressen hat und abgehauen ist, weil er kein Geld hat und so. Auf jeder Seite sieht man diesen komischen Pasta Lake Koch, der ihn verfolgt. Und letztendlich auf dieser Lulusia Insel da findet er dann auch jemanden, der heißt Dr. Blackbeard, also fake-mäßig, der auch von der Silhouette wie Blackbeard aussieht, aber ist nicht Blackbeard, aber er hat ihn halt dann weggetreten. Dann wird er von den wütenden Bewohnern des Landes dort in Fluss getreten und wird dann auch gefunden letztendlich von einer, die wir jetzt auch kennen neuerdings, die war ja auch da, die hat sich ja in Bello Bettys Titten verirrt, würde ich fast schon sagen. Das ist nämlich die, weißt du, die hat auch das gleiche Kleid an, also die hat er auch mit den Fischen und so, deswegen hat man das erkannt. Und die kannte Ace auch, also das ist so geil, wie oder diese Charaktere, die aus Cover-Stories von vor 15 Jahren oder so jetzt immer noch einbaut heutzutage, das ist ja noch relativ aktuell. Und das alles ist nur die Suche nach Informationen, weißt du, nach Blackbeard letztendlich. Ja, vor allen Dingen, es hat einen ultra bosshaften Faktor, wenn Ace mit der Feuerfrucht da so einfach als Marinesoldat verkleidet ist und da so steht und halt auch einfach die Marinesoldaten komplett vorführt, was hier auch mal eine lustige Sache ist. Wie lustig wäre es gewesen, weil die Covers so wie sind halt einfach kennen, wie lustig wäre es gewesen, wenn die Revos auf der Insel wären und dann irgendein Dorfbewohner sagt, ja, sowas haben wir noch nie erlebt und dann so außer einmal, wo hat uns auch mal, weißt du, war auch mal jemand hier so, der erinnert mich an euch oder so und dann hat man ein Flashback zu Ace und jeder Anime-Only würde sich denken, hä, warum so und nur so die Leute, die Cover-Story verfolgen, würden das halt kennen. Also es ist halt cool, weil man halt auch hier so sieht, er sucht Blackbeard, aber er ist halt genau, also auch hier wieder so ein bisschen das Foreshadowing auf das, was kommt, weil er natürlich ist hier zum Beispiel derselbe Punkt. Er ist als Marinesoldat da verkleidet, frisst sich da durch, aber er fliegt erstmal nicht richtig auf. Er ist quasi, er ist quasi da relativ safe unterwegs, aber dann redet ein Marinesoldat schlecht über Whitebeard und er kriegt, also, und der wird dann von Ace verprügelt und man denkt sich, wie dumm, weil dadurch seine Tarnung ja auch in Gefahr gerät und dieselbe Situation hat man später auf Marinefort. Er ist befreit, er könnte dem Marinefort entkommen, alle könnten gefühlt heile nach Hause gehen, aber nein, Akainu sagt, Schlechtes über Whitebeard und Ace dreht auch da wieder um und greift an, weißt du? Auch hier wieder so ein leichtes Foreshadowing. Es ist so lustig, Leute, ihr müsst euch das reinziehen. Also hier sieht man zum Beispiel, er war ja eben noch bei dieser Frau, bei diesem Mädchen, die ja die Milch da bei den Kühen gemacht hat, die ja auch jetzt aktuell wieder war und die hat halt dort Milch verkauft und
er hat halt dort bei der Marine den Kaffee getrunken die ganze Zeit und alle finden diesen Kaffee dort so bitter. Und deswegen schlägt er denen diese Milch vor da am Ende. Das ist absolut genial, dass das alles so zusammenhängt, ey. Richtig geil gemacht einfach. Ja, vor allen Dingen, weil es auch so einen lustigen Faktor hat, dass er die so vorführt, aber dann diesen Milchvorschlag macht und dann so der, das Ende ist einfach, wie er so richtig bosshaft so mit seinem kleinen Schiff davon schippert, so, weißt du? Ja, ja, und die ganze halt Marine ist glücklich, weil sie Milch haben, alle lachen und so. Ja, genau, und die sind alle glücklich. Das ist halt ultra lustig. Also es hat halt immer einen humorvollen Faktor, auch hier wieder schlechter Anfang, so gutes Ende in dem Sinne. Aber wie gesagt, für mich halt auch voll geil, weil es dieses Foreshadowing gibt, das dramatische Foreshadowing, was für, ja, was sein Tod quasi so ein bisschen, also die Thematik des Todes von Ace schon mal aufwirft, aber halt auch einfach einen ultra humorvollen Aspekt, was halt wichtig ist, weil Ace auch einfach ultra humorvoll ist. Er ist halt einfach ein saucooler Charakter. Ja, und ich glaube, direkt danach sehen wir die Story, wie er auf Bannero Island auf Blackbeard trifft. Ich glaube, das ist das, oder? Oder sehen wir, nee, danach könnte eventuell noch... Nee, danach war, glaube ich, noch mal ein kurzer, Zwischenabschnitt. Meinst du? Weil, guck mal, er segelt am Ende da mit seinem kleinen, mit seinem Schiff da, mit seinem... Weg. Ach, und wo könnte er danach hin sein? Das Ding ist, er war da noch bei Buggy, ist da eingeschlafen, das wissen wir. Das könnte aber auch davor gewesen sein, weil das Chapter, wo wir das jetzt sehen... Da war auch schon Alabasta, also auf Ruffy ist er auf Alabasta schon getroffen. Und es könnte sein, dass er dann direkt dort auf... Oder war das da schon? Nee, das muss ja dann direkt jetzt kommen. Foxy, und dann kommt ja auch, genau, das war Foxy. Und dann müsste auch im Manga-Chapter nach Foxy kommt ja dann auch... kommt da nicht schon Enies Lobby? Ja, ja. Und dann, das ist der Anschluss-Arc. Dann, genau, und dann kommt das ja auch mit Bannero und Blackbeard und dass sie da, ja, dass Blackbeard da hinweghaut. Also, da sieht man nochmal die Geschichte... von Ace, wie er Blackbeard verfolgt hat. Ich finde es eigentlich ziemlich geil. Das ist einer der besten auf jeden Fall. So, nächste ist also wirklich die nächste, Leute. Da könnt ihr euch, die können wir uns fast schon getrost sparen. Das ist halt Gedatsu. Gedatsu ist der eine von Skype hier, dieser, ja, mit diesen zackigen Haaren, der seine Arme immer nicht verschränken konnte, der immer so ein bisschen komisch war. Und das ist halt seine Geschichte. Also da ziehe ich wirklich nichts Interessantes raus. Oder es ist halt interessant, wenn man Gedatsu-Fan ist. So. Aber ansonsten gibt es da sonst keine... Aber wer ist das, Freunde? Ja, wer ist das? Wirklich, gibt es von euch Gedatsu-Fans? Dann schreibt mal Hashtag Gedatsu bitte in die Kommentare rein. Aber wenn ansonsten ich da einen Hashtag sehe, ne, dann, ja, stempel ich euch als Lügner ab. So, weil wir wussten alle nicht, wer Gedatsu ist, ganz ehrlich. Vor allen Dingen auch hier wieder lustig, so, dass manche Cover-Stories einfach nur so 20 Teile haben, obwohl sie ultra interessant sind, und dann einfach Gedatsu 32 Teile bekommt. Also über 32 Wochen, wenn da nochmal ein, zwei Pausen dazwischen sind, dann sagen wir mal wirklich fast ein Dreivierteljahr. So, mindestens, wurde einfach dieser scheiß Gidatsu thematisiert, so, weißt du? Das ist halt echt bitter. Aber, ja, wie gesagt, hier brauchen wir nicht viel drüber reden. Es ist auch hier wieder so ein, ja, etwas komischer Anfang, dass man halt wirklich wieder so ein Problem hat und am Ende ist halt wieder so ein bisschen, Happy End, so, weißt du? Also, es ist halt, aber an der Stelle nichts Spannendes. Es kommen auch keine wichtigen Charaktere vor. Eine Sache gibt's noch. Ja, okay, oder? Okay, doch, eine Sache gibt's noch. Das ist eine Seite, die kenne ich doch. Ich muss halt durchscrollen. Ich hatte es nicht mehr im Kopf, aber wir sehen hier Peru noch. Weißt du? Stimmt, ja. Ganz am Ende in diesem heißen Bad, also da sehen wir auch Igaram und so. Und Peru, dass er diese große Alabaster-Bombe überlebt hat, das sehen wir da erst. Also, wir wussten das ja. Also, okay, man hätte es denken können, es gab auch im Anime so ein paar Stellen, wo er da noch raushumpelt. Er hat ja diese Bombe der Alabaster gerettet, aber als so ein Nutzer. Er hätte sterben müssen. Er hätte sterben müssen. Es war eine fucking Atombombe und er war damit. Er hat sie mit seinem Körper berührt, so. Und letztendlich könnte man das als Logikfehler sehen. Nee, die chillen hier im Wasser, aber das haben wir schon öfter gesehen, dass im heißen Wasser irgendwelche Teufelsrüden-Nutzer chillen. Aber wir sehen, Peru ist komplett vernarbt. Alles ist voll mit Narben. Also es ist nicht spurlos an ihm vorbeigegangen, das wäre auch noch krasser. Aber er hat es überlebt, hat kein Gliedmaß verloren, so wie es aussieht. Und ist halt komplett vernarbt. Vielleicht kann man daraus schließen, aus diesem ein Bild, was man hier sieht von ihm, dass er einfach ein erwachter Teufelsrüdenutzer war zu dem Zeitpunkt schon und einfach extrem physische Resistenz hat gegen diese Explosion oder dass er irgendwie Haki-mäßig oder so. Jetzt im Nachhinein kann man halt alles so irgendwie erklären, aber das war halt interessant. Und ansonsten war halt in Gedatsus... Da war halt sonst nicht. Er hat halt sonst, was hat er gemacht? Er steht da rum und hatte dieses heiße Bad. Diese Dampfbäder. Ansonsten ist halt ein bisschen, man kann das theoretisch als Manga-Filler so abstempeln, fast schon. Also, wenn es einen Manga-Filler geben würde, dann wäre das auf jeden Fall ein Filler. So, oder nicht? Ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, wenn Oda halt einfach mal so ein bisschen mehr Druck hat oder er vielleicht im Manga selbst so ein bisschen nicht am Struggeln ist, aber halt so ein bisschen
Druck hat, sag ich mal, der ganzen Story gerecht zu werden oder er halt viele Dinge mit einbringen möchte und da halt viel Zeit mit der Umsetzung verbringt, dann ist es halt, sag ich mal, für ihn auch ein bisschen doof, wenn er auf einmal so die heftigste Cover-Story seines Lebens droppt, und dann ist halt so eine Cover-Story auch mal ganz gut dazwischen. Weil man muss auch sagen, so ab Cover-Story 9 sind halt die Cover-Stories eigentlich alle relativ interessant und haben viele coole Infos an sich und ja, vielleicht war er damals einfach. Ja, es ist halt schwierig. Also ich glaube, man kann das auch verzeihen, wenn da mal so eine Cover-Story ein bisschen fillermäßig ist. Auch die nächste Cover-Story an sich ist ja auch nicht so super spannend. Ja, das halt mit der Barockfirma drei Stück, also Mr. Five, ist das noch Miss Valentine? Ne, wer ist das? Miss Golden Week auf jeden Fall noch, die kleine. Ja, Mr. Two, Mr. Three und Mr. Five. Ja, also die chillen halt da und deren kleines Schicksal so. Wer natürlich Fan ist von denen, ist es interessant, aber ist halt nicht für mich, also nicht im Ansatz wäre so interessant wie ein fucking Ace, so was wir sehen davon. Die treffen halt auf Foolbody, auf Jacko, die halt mit Hina jetzt chillen. So, da sieht man auch so ein bisschen, dass die Cover-Stories aufeinander aufbauen, weil man die immer wieder miteinander sieht. So, und die beiden werden halt gesucht, entkommen dann aber wiederum. Mr. Three ist auch da, der ja später noch im Impel Down wichtig wird und auch bei Marineford auf jeden Fall eine wichtige Rolle hat. Und natürlich Bon Curry, unser Mann himself, ist auch am Start noch am Ende. Ist auch ziemlich interessant. Aber ansonsten, es hat halt viel mit Comedy zu tun und am Ende, genau, weiß ich noch, sieht man, wie sie nach Impel Down gebracht werden. Also wir sehen dann auch zum Beispiel Crocodile am Ende, dass er in Impel Down ist, beziehungsweise im Gefängnis, so sehen wir ihn mit Mr. One und den anderen. Das ist halt ziemlich interessant, wie die Barockfirma da reingebracht wird erstmal, weißt du. Also das finde ich echt krass, so das jetzt gerade mal so zu sehen, dass die da alle sich treffen wieder im Gefängnis. Ist ja schon irgendwie heftig, ja, ne? So. Ja, ist halt auch cool, weil da wird auch das erste Mal so eine Fluchtthematik aufgegriffen, weil Sir Crocodile und Mr. One dann. Das war nicht Impel Down, genau. Ja, genau, die haben ja aber da schon so das erste Mal quasi so eine Möglichkeit zu fliehen, fliehen dann aber nicht und sitzen dann immer noch in ihrer Zelle. Auch Gold Roger wird hier ganz, 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 ganz kurz mal angeschnitten. Also, weil es halt einfach einen Umhang gibt, der Gold Roger ähnlich sieht, das an der Stelle. Aber es kommen ziemlich viele interessante Charaktere vor, aber auch hier wieder so ein bisschen Filler. Es ist aber interessant oder cool zu sehen, dass man halt die Charaktere, nachdem sie. Also beispielsweise bei Doflamingo ist ein ganz guter Vergleich. Doflamingo ist ja auch besiegt worden, kam nach Impel Down, aber den Weg dahin haben wir im Manga als auch im Anime in Form des Canon-Berichtes von ihm gesehen. Das heißt, auf dem Weg dahin wurden sie ja von Jack angegriffen und er hat nochmal seine Rede gehalten und in Impel Down selbst hat er das Gespräch mit Magellan gehabt. Bei Crocodile gab es das in dem Sinne nicht und dafür hat man dann halt wieder die Cover-Story genutzt, um so diesen Weg dahin zu untermalen, weißt du? An sich halt eine coole Sache. Ist aber auch heftig, dass die sich letztendlich, also dass die Barockfirma, dass die sich da, das ist schon echt, das ist echt verrückt, diese fucking Story, dass die sich da am Ende ein Café eröffnet haben, aber dass trotzdem Crocodile, Mr. One, Mr. Three und Bon Curry, dass die da letztendlich am Ende steht, die vier werden nach Impel Down gebracht, so. Das ist auch krass, so, also dass man so, da hat man Impel Down das erste Mal gehört, das war Chapter 413, das war, genau Enies Lobby-Zeit. Genau die Kämpfe von Enies Lobby. Genau das war das. Und da hat man letztendlich auch schon von Impel Down gehört, so. Obwohl es ja theoretisch noch Jahre dauert, bis man das so kennen erfährt. Oder hat man. Also eigentlich ist es ja so, ne? Da sieht man wieder, dass man auf der Cover-Story wieder Sachen zuerst erfährt, so. Ja, auf jeden Fall. Und auch hier ist ja quasi so dieser Teaser, dass halt Ruffy so die einzige Person ist, die Enies Lobby, Impel Down und Marineford so alles so, sag ich mal, heil überstanden hat. Und hier wird halt auch schon so direkt der Verlauf genommen, weil auch in den davorigen Cover-Stories wird halt zum Beispiel das Marineford schon thematisiert, was eigentlich so spät erst relevant ist, aber da wird auch immer das Marineford schon, ja, hier Marinehauptquartier, bla bla bla, alle starken Kräfte hier versammelt und gebündelt. Das wird ja halt auch schon thematisiert. Und man denkt sich so, okay, interessante Info, aber dann später stellt sich heraus, ah, verdammt interessante Info, weil man halt weiß, dass das dann so der Showdown-Platz ist für alles. Also, stimmt. Da auf jeden Fall interessant. So, was aber noch interessanter ist, um den perfekten Übergang zu finden, ist die nächste. Und zwar die nächste Cover-Story ist die Cover-Story schlechthin, die man sofort verbindet mit One-Piece-Cover-Stories, und zwar die von Enel. Ja, 10 out das of ist 10. Krass auf jeden Fall. Das ist 10 von 10, das ist auf jeden Fall mysteriöser geht's gar nicht. So, man sieht natürlich erstmal, bevor es mit Enel anfängt, sieht man nochmal die anderen von Skype hier, so ein paar
Also Aisa, das kleine Mädchen und so, wie sie da jetzt letztendlich in Frieden leben und alles super ist. Gunford schlürft da seinen Kürbissaft mit dem anderen Ältesten da und das ist alles super. Und dann in der nächsten Cover-Story von Chapter 428, so genau das Ende von Enes Lobby letztendlich, markiert die erste Seite der Enel-Cover-Story, wie er dort mit seiner Arche Maxim zu Ferry Worth steht hier, also zu dem Mond fliegt, wie man es auch mal nennen will. Ist auf jeden Fall ziemlich krass, dass er, also erstmal der Gedanke so, der Mond, also wie weit ist er denn weg von dem Planeten so, dass er da so schnell theoretisch, weil es ist wahrscheinlich nicht so viel Zeit vergangen in der ganzen Zeit, bis, oder wie hat er sich zusammengerafft? Erstmal, wie hat er die Niederlage überstanden, beziehungsweise was ist so passiert? Ich will mehr über Enel wissen. Was ist passiert? Wie hat er es geschafft? So, also wir sehen jetzt nur die Arche Maxim, wie sie schon ready ist und kurz vorm Mond steht, aber da müsste ja theoretisch Zeit vergangen sein und das ist Strapazen ohne Ende. Ja, man sieht, also das Ding ist, es gibt in der Cover-Story auch vielleicht eine wichtige Randinfo, aber es gibt in der Cover-Story keine Sprechblasen, also es wird ja nicht geredet. Da hat man es aber ein bisschen so gemacht, dass man mit so Emojis, sag ich mal, gearbeitet hat, um das so ein bisschen zu untermalen, weil halt Enel eine enorm interessante Thematik aufwirft. Und hier nehme ich es auch ein bisschen den Anime-Studio übel, dass sie das nicht animiert haben. Also ich verstehe es nicht. Das war, wie gesagt, das war gerade so zum Ende von Enies Lobby und da kommen dann auch zum Beispiel der Kampf zwischen Ace und Blackbeard ist auch während der Cover-Story und so. Aber es ist super interessant. Enel kommt auf den Mond und nicht mal ein Chapter quasi danach erfahren wir, er ist da nicht alleine. Er ist da einfach nicht alleine. So auf dem Mond. Das ist heftig. Ja, genau. Auf dem Mond ist, ja, Leben ist vielleicht ein bisschen der falsche Ausdruck, aber auf dem Mond ist eine große Aktivität von allerlei, eine ganze Armee quasi, die darauf wartet, ja. Und enorm viele mysteriöse Sachen. Enel hat dann auch so einen kurzen kämpferischen Aspekt, aber hier sieht man halt, wie krass overpowered Enel eigentlich ist. Machen wir uns nichts vor, er hätte auch eigentlich gegen Ruffy locker gewonnen, hätte Ruffy keine Gummifrucht so. Und dann sieht man einfach, dass auf dem Mond voller Betrieb ist. Da sind so viele Leute, so weißt du, die da alle sind. Und man erfährt halt so ein bisschen die Geschichte, wie die auf den Mond gekommen sind. Und es hat auch hier wieder so einen traurigen Ursprung mit einem Happy End. Aber auch hier, finde ich, sieht man so einen leichten Character-Change von Enel. Also ich meine, er ist enorm aggressiv, er ist enorm, also er lässt auch nicht lange mit sich fackeln. Der eine guckt ihn komisch an und er kriegt direkt so einen Blitzschock ab. So, das ist schon so typisch Enel irgendwo. Aber auf der anderen Seite hört er sich dann manchmal Sachen an oder guckt dann ein bisschen nachdenklich und gibt den Ganzen quasi nochmal so eine Chance. Und yes. Also für mich ist dann halt wirklich so dieser interessante Part, er kommt auf den Mond, da ist Leben, dann ist erstmal so ein bisschen dieser Humorfaktor, aber dann kommt er auch einfach noch so, ja, in so einen riesigen Untergrund ist auch wieder das Falsche, aber so in diesen Untergrund, wo einfach eine riesige Armee ist und wo dann auch so, ja, so tempelartig, wie zum Beispiel in Ägypten, in den Pyramiden oder so, da sind ja überall diese Zeichen an der Wand, diese Wandmalereien und sowas, und das ist da einfach auch so, weißt du, das ist da einfach auch so, so ein geiler geschichtlicher Aspekt. Erstmal muss man sagen, dass es hier fucking Space Pirates gibt. Also es gibt Weltraumpiraten, die, also der eine sieht zum Beispiel minkartig aus, aber gleichzeitig irgendwie mechanisch, weil sie so komische Dampfanzeigen in ihrer Brust stecken haben. Und sie planen irgendwas hier am Schiff, dann ist da noch so ein komisches Alien, was da irgendwie diese Mechanik da irgendwie antreibt oder es festhält oder sieht ganz komisch aus. Dann haben sie halt dieses große Weltraumschiff, was auch immer das ist. Das ist wirklich ein Raumschiff, aber es sieht aus wie ein Schiff. So ein bisschen wie die Arche Maxim, aber halt ein bisschen moderner. Und dann sehen wir letztendlich auch ein bisschen die Geschichte, was da passiert ist letztendlich auf dem Mond. Wie diese kleinen Soldaten, also diese kleinen Roboter, die Enel dort gefunden hat, wie die letztendlich zu dem geworden sind und dahin gekommen sind. Und das war letztendlich alles wegen Professor Mondschau. Viele werden ihn kennen. Was auch interessant ist, da sieht man zwei Schwerter an der Wand. Hast du das, siehst du es gerade, da wo er da rumbastelt? Ja, ich sehe das. Ja. Links sieht man zwei Schwerter, die eventuell auch krass sein könnten. Wissen wir nicht. Professor Mondschau, viele gehen davon aus, dass er irgendwie auch zusammenhängt mit Vegapunk, weil er halt diese kleinen Roboter gebaut hat und immer Reisbällchen gegessen hat letztendlich und sich abends mit den Robotern, die er erschaffen hat künstlich, hat er den Mond angeschaut und hat dann letztendlich die Explosion gesehen. Damals, eines schönen Nachts hat er sich das reingezogen, ist dann erstickt an einem Reisbällchen, ist gestorben und seine kleinen Roboter, die er erschaffen hat, sind dann aufgrund von dieser Explosion, um zu gucken, was da passiert ist, weil ihr Papa ist gestorben, Professor Mondschau, sind sie dann mit so Luftballons, was auch immer komisch ist, diese Luftballons, weil
wir kennen auch Luftballons, die eine Himmelsinsel tragen. Jetzt gibt es Luftballons, die bis zum Weltraum gehen. Sind sie letztendlich geflogen dorthin und haben dann letztendlich diese ganze Weltraumpiratenarmee dort vorgefunden. Also das sind ja nur 4 kleine Roboter erstmal, die da sind, so die da hochgeflogen sind. Und die haben dann alle verkackt so. Wurden von diesem Antagonist, kann man sagen, der aussieht wie so ein Mink. Ich weiß nicht, sieht ganz komisch aus. So ein langer Typ, ne? Der irgendwie mit so einem Degen kämpft, aber gleichzeitig mit so einer Shotgun irgendwie da rumläuft so. Und Weltraumpiraten. Also es ist alles Canon, Leute. Das gehört alles dazu. Es ist real so. Ihr könnt es nicht mehr verneinen. Ihr könnt nicht mehr die Augen schließen vor Weltraumtheorien und One Piece. Es ist fucking Fakt. So. Und das war letztendlich alles für diese Geschichte mit Professor Monschau. Hat halt dieser kleine Roboter-Typi noch gerade so gedacht. So, und dann geht es letztendlich mit Enel weiter. Enel ist eigentlich der kleine Erretter dieser kleinen Roboter da von Professor Monschau. Denn er schafft es dort, diese Weltraumpiraten in die Flucht zu schlagen und den Mond letztendlich, ich will nicht sagen zu sichern, aber der Mond ist auch für Enel so sein Ferryworth, letztendlich seine Heimat, beziehungsweise sein Ort, wo er sein möchte. Und deswegen ist ja immer noch ein bisschen in Frage, ob er überhaupt zurückgesegelt ist, obwohl man das vielleicht vermuten könnte mit dem Wissen. Aber also ganz ehrlich, er will da halt bleiben und er ist auch ein bisschen so sauer, dass dort die Leute seinen Mond beschmutzen oder den irgendwie ausnutzen, beziehungsweise sie hatten ja irgendeine Vorrichtung hatten ja diese Weltraumpiraten da, um irgendwie vielleicht irgendwelche Ressourcen aus dem Mond zu ziehen oder sonstiges. Und ich glaube, das hat ihn aufgeregt. Und das mit den Ruinen, das kommt ja gleich erst. Dass da, also das ist, ich finde, das ist das Krasseste einfach. Dass einfach das im ist Mond das Heftigste, ja. Wirklich. Enel findet einfach mitten in diesen Ruinen einfach so ein Loch, so eine Höhle, geht da rein und findet wirklich, wie du es gesagt hast, wirklich so eine antike Pharaonen-Riesenruine, was einfach mit Hieroglyphen überall an den Wänden ist, und er macht dann da einfach so Blitze und erhält alles elektronisch, und dort sind dann auch noch viel mehr Roboter. Das ist halt die Frage, hat Professor Monschau dort diese Roboter gegründet oder war Professor Monschau ein Nachfahre dieser Leute von dem Mond und hat deswegen immer auf den Mond geguckt, weil er eventuell Nachfahre ist von den Leuten, die dort auch diese Roboter gebaut haben, weil dort sind überall noch diese Vorrichtungen mit diesen kleinen Robotern, die letztendlich nur darauf gewartet haben, mit Strom zu versorgt zu werden. Und die haben auch kleine Flügel, diese kleinen Roboter, die er dort jetzt letztendlich betrieben hat mit Strom, die haben Flügel, was auch wieder auf das Bürgerkönigreich schließen lässt, weil der Mond wird hier in der Cover-Story auch das erste Mal Bürger genannt. Also Bürgerkönigreich ist letztendlich das Königreich, was Enel zerstört hat mit seiner Teufelsfrucht, also der Himmelsinsel. Dann gleichzeitig gibt es noch den Mond, der auch Bürger heißt, wo aber gleichzeitig auch kleine Roboter leben, die auch Flügel haben. Also die haben auch irgendwas mit der Himmelsinsel zu tun. Und dann sieht man letztendlich dieses ganz bekannte Bild, was ihr wahrscheinlich auch schon tausendmal gesehen habt, diese riesen Wandmalerei, wo man höchstwahrscheinlich die antiken Waffen drauf sieht. Also man kann das daraus interpretieren. Man sieht aber gleichzeitig auch die kleinen Roboter dort, wie sie mit Flügel chillen und diesen kleinen Oberlippenbart haben und den Leuten gefolgt sind, den vorne. Der vorne ist letztendlich. Halt, genau, und die haben auch alle die Flügel. Also dadurch weiß man ja quasi, dass wie der Ursprung ist. Also man sieht ja dann, wie drei einer Person folgen, aber dann auch quasi eine Maschine da noch gebaut wird, so mehr oder weniger. Und die haben halt auch alle Flügel. Und das zeigt dann halt, es war auch lustig, weil man halt zwei Cover-Stories einfach gemacht hat, wo Enel einmal den Kopf nach links hat und dann in der nächsten, im nächsten Cover-Story-Abschnitt hat man dann einfach Enels Kopf nach rechts gepackt, um dann halt die Malerei ein bisschen weiterzumachen. Damit man halt beides sieht. Und antike Waffe, ja, lässt sich da ausschließen, weil man halt, man sieht halt auf der unten rechts sieht man halt, ja, Seemonster, könnte man sagen. Unten links ist halt so, also es hat so einen Windaspekt, also es wirkt so ein bisschen wie diese Windströme, auch mit diesem Zyklus da links. Und dann halt rechts würde dann auf Pluton, also den mächtigsten Kriegsschiff, was ein ganzes Land zerstören kann, schließen. Dann sieht viele sagen, eine geile Theorie. Ja. Viele sagen bei dem ersten Bild, wo er den Kopf nach links hat, dass das, wo die Leute drauf stehen, es ist ein Strohhut, ein umgedrehter, also auf dem Kopf stehender Strohhut, weißt du, ein riesiger. Könnte man raus und bringen. Mary Jo, wir haben es ja letztens gesehen. Ey, Digga, wenn da unten ein Eiszapfen wäre, ne, 1 Million Klicks. Also, ja, Mann. Weißt du, wenn du da unten so ein Eiszapfen hättest, heißt das, dann hättest du doch so. Also man, es ist halt ultra interessant, weil da sind auch so zum Beispiel so ein, also im ersten Bild wirkt es auch so ein bisschen kompassartig. Also man hat halt so einen Kreis, der so auf den Kompass schließen lässt. Aber auch im zweiten Bild ist auch so ein ähnliches Symbol nochmal. Also
es ist halt, es wird sehr viel damit gespielt und es sind halt mit Absicht enorm viele Details drinne, sodass man, also es ist halt von Oda safe gemacht, weil da wird ein Hinweis drinne sein, sonst würde er nicht zwei Cover-Story-Abschnitte hintereinander auf einen, also auf die Malereien setzen, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass er halt auch einfach ein, zwei Sachen dazwischen gepackt hat, damit es nicht zu obvious ist, weißt du? Ja, ja, also ich finde das so interessant und da erfährt er dann auch letztendlich, dass die Stadt auf dem Mond Birka heißt. Also es ist, und da steht auch, dass sie aufgrund von wenig Ressourcen auf dem Mond aufs Blaumeer geflüchtet sind. Das steht hier sogar in der Cover-Story. Also das gehört nicht zur Theorie, Leute, dieser Satz immer. Das ist wirklich passiert, dass die Leute, die dort auf dem Mond gelebt haben und so, das Blaumeer aufs Blaumeer sind, weil dort halt die Ressourcen am Start sind. Und ja, eventuell wurden sie dann auch ausgelöscht von der Weltregierung oder sonstiges. Und das ist letztendlich das verlorene Königreich, was alle suchen. Wer weiß es, Leute. Ja, wie es mit der Cover-Story weitergeht, Enel hat die Riesenarmee am Start. Sie schwören ihnen natürlich Treue bis zum Tode, diese ganzen kleinen Roboter, also sie sehen fast schon menschlich aus, sie sind aber trotzdem irgendwie mechanisch betrieben, so, obwohl sie antik sind. Also sie sind, also wenn sie schon so lange da chillen, so, die waren ja Jahrhunderte, Jahrtausende fast schon der Zeit voraus auf dem Blauen Meer. Weißt du, wenn sie dort die Technik hatten, solche Roboter zu erschaffen. Diese ganzen krass. Stromkanäle, weißt du, diese ja, ganzen Kanäle, wo die immer noch intakt Strom sind. Ja, genau. Also man sieht halt, also in dem Moment, wo sie erweckt werden durch den Strom, sieht man halt, da sind 1000 Drähte, das sieht fucking Hightech aus, so, weißt du, da führen 100 Rohre lang und so. Also da ist auf jeden Fall die Technik auf so einem ganz anderen Level, wie man es eigentlich gewohnt ist in der One Piece Story, weil eigentlich ja One Piece so im Piratenzeitalter angesehen ist und viele Sachen, wie zum Beispiel die Pistolen und so und die Kanonen von den Schiffen halt auch in dieser Zeitlinie reinpassen, aber dann hat man da so auf einmal eine Ultramaschinerie, wo man einfach ja, Maschinen, die einen nicht intelligenten Lebensstil, aber die halt, sag ich mal, einer Person bewusst folgen können und ja auch alle einen Speer in der Hand haben, dass die einfach mit Strom so versorgt werden. Das ist halt Next Level auf jeden Fall. Und und am Ende steht halt, der letzte Satz ist Full Tank Stand Tall Enel Corps. Also, da ist halt die Frage, Full Tank, ist damit jetzt gemeint, dass sie vielleicht jetzt wirklich da wegsegeln, beziehungsweise durchziehen? Also ich würde es mir so wünschen, das ist ja auch schon lange her, es sind ja eh noch 2 Jahre vergangen und ich kann mir vorstellen, dass er eventuell irgendwann auch da die Schnauze voll hat. Also auf dem Mond ist ja sonst nichts. Ja, vor allem auch Roboter. Hier der Timeskip passt ja auch hier wieder, weil man dann halt sagen kann, okay, die Reise zum Mond dauert ein bisschen und wenn er noch da geblieben ist für eine Weile, aber in den 2-Jahres-Timeskip kann man locker argumentieren, dass er halt auch wieder zurückgekommen ist, weißt du? Stimmt schon. Ja, ist ziemlich interessant. So. Hast du noch was zu sagen zu Enel? Nee, auf jeden Fall können wir da zur nächsten schlendern. Die nächste Cover-Story, die 10. Cover-Story, beziehungsweise die 11. Cover-Story in dem Sinne, also die 10. Ausgabe, weil es eine Spezialausgabe dazwischen kam, handelt, ist auch eine der interessantesten. Also jetzt kommen wirklich richtig, richtig interessante Cover-Stories, weil diese Cover-Story handelt von der CP9, beziehungsweise sie handelt von der CP9, aber nach Enis Lobby. Damit fängt das Ganze an. Also das Erste, was wir sehen, ist Enis Lobby komplett zerstört. Wir wissen, der Buster Call war auf Enis Lobby. Und hier ist halt das Interessante. Anime-Zuschauer als auch jetzt Manga-Leser wissen, dass die CP0 größtenteils aus der CP9 besteht. Aber der Weg dahin war verdammt steinig. Also erstmal muss man sagen, Bruno ist ein MVP, weil die Zeit war enorm schwierig für die CP9-Mitglieder und Bruno hat fucking alle gesaved. So, das ist schon mal der grundlegende Tenor. Hier muss man denen auf jeden Fall mal Props geben. Generell sieht man aber, wie die ganzen CP9-Agenten ja, sich ihre Stellung erkämpfen müssen. Also, es ist nichts mit, ja, Leute, ihr habt verkackt, aber Leute, wir haben da noch eine CP0, die ist noch eine Stufe höher. Wie wär's damit? Sondern die mussten sich echt diese Stellung hart verdienen. Sie sind wirklich, sie haben verkackt, Leute, ihr müsst es reinziehen. Und Bruno hat sie in dieser Zwischendimension gelagert. Also, auch Rob Lucci konnte sich gar nicht mehr bewegen. Also, der war bewusstlos, er musste ihn da rausziehen. Hinten sieht man noch Eule und Khalifa, wie sie da drin chillen. Und dann müssen sie sich wirklich erstmal sammeln. So, sie müssen erstmal sich unterhalten. Rob Lucci ist ja total zerstört. Also man sieht erstmal, wie zerstört er von Ruffys Schlägen ist. Das ist irgendwie cool zu sehen, ne? Dass er so richtig mitgenommen ist, sodass man sieht, okay, Alter, wie krass. Ruffy hat ihn einfach total vernichtet, so, ne? Also er ist komplett verwundet, so. Und dann werden sie halt von Spandam, beziehungsweise wir sehen Spandam und sie müssen fliehen sogar vor der Weltregierung. Weil wahrscheinlich die Weltregierung das nicht so einfach hinnimmt, dass sie verloren haben und sie können ja nicht einfach wieder zurück auf ihr Posten.
Sie mussten dann wirklich fliehen erstmal. Das habe ich auch, glaube ich, im letzten Podcast schon ein paar Mal so erwähnt. Das ist richtig interessant, weil sie mussten sich dann wirklich erstmal wieder Geld verdienen und Rob Lukis Arztkosten irgendwie bezahlen. Und damit haben sie letztendlich in der Stadt, sind sie als Zirkusartisten aufgetreten. Mit so einer Tiershow, auch gerade mit Ecki und Eule. Und sie haben da wirklich Kleingeld gesammelt, sag ich mal. Und auch Khalifa zum Beispiel hat die Dächer gewaschen mit ihrer Seifefrucht da. Das war auch ziemlich cool, um letztendlich die Arztkosten für ihren Captain, will ich nicht sagen, aber ihren Anführer Rob Lukey zu bezahlen. Da sieht man erstmal, wie loyal die alle sind und dass die auch so ein Crew-Gefüge innerhalb der CP9 hatten und nicht einfach nur irgendwelche Marionetten waren, die jeder ihr eigenes Ding machen, sondern obwohl Rob Lukey, also das ist ja ein absolut kalter Killer, der hat als kleines Kind schon die ganzen Leute da umgebracht, aber trotzdem haben sie ihm so eine Treue geschworen, tun alles, damit er verarztet wird und ja, und dann haben sie natürlich auch genug Geld. Wie krass, ja genau, man sieht ja auch, wie krass diese Verletzungen sind von Rob Lukey. Er liegt da im Krankenbett und man sieht halt richtig so an dem Gesicht der Ärzte, die ihn da behandeln sollen, sieht man, scheiße, der Typ wurde richtig mitgenommen. Also der sieht halt echt aus wie vom Zug überfahren so mäßig und liegt da halt echt komplett K.O. Und man sieht halt auch wirklich mal die Verletzung. Dann geht natürlich die Thematik weiter, die Leute von der CP9 kommen so ein bisschen zur Ruhe und auch ein Rob Lukey ist dann halt wieder gesund, also er wird da halt behandelt, bedankt sich dann aber auch nochmal bei den Leuten, also da sieht man halt auch, dass Rob Lukey natürlich ein eiskalter Killer ist, aber in dem Sinne bedankt er sich ja auch bei den Leuten, obwohl er auch eigentlich nicht so wirkt wie jemand, der das machen würde, aber in dem Sinne hat er auch da vielleicht so einen leichten Character-Change erfahren durch Ruffy. Das Lustige auch hier wieder, negativer Start, CP9 komplett am Arsch, danach spielen sie zusammen einfach so auf so einer Kegelbahn und so ja, und haben halt relativ viel Spaß miteinander. Ja, und dann macht sie halt das, was die CP9 gut kann. Sie machen Piraten fertig, erarbeiten sich da so ein bisschen die Stellung zurück. Rob Lukey ist immer noch ein absoluter Badass, aber man sieht halt, wie sich die Charaktere so ein bisschen gechanged haben. Also man sieht einfach so ein bisschen einen Umschwung in der ganzen Geschichte und die CP9 an sich auch komplett vereint. Auch hier, man denkt ja vielleicht, also ob sich da jemand getrennt hat und so, aber nein, die haben echt alle zusammengehalten, was auch eine starke Message ist. Ja, und dann wird das letztendlich die Stadt und wird angegriffen von anderen Piraten, die sie dann sofort vernichten. Danach brechen sie auf und dann ist auch ziemlich interessant, was ich cool finde, das habe ich auch im Kopf noch gehabt, und zwar, dass sie aufbrechen zu einer, ja, zu einer Insel, zu ihrer Heimat letztendlich, wo sie groß geworden sind, und da sieht man auch, wo sie alle groß geworden sind, und zwar in so einer verwucherten Insel, wo letztendlich die ganzen CP-Einheiten ausgebildet werden. Da sieht man nämlich weitere Kinder, die dort auch gerade aufwachsen, wie sie trainieren. Also einfach kleine Kinder, die auch zu CP-Einheiten irgendwie ausgebildet werden, komplett mit der Formel höchstwahrscheinlich schon. Und da sieht man auch, dass die ehemalige CP9 dann dort oben sitzt und die ganzen beobachtet, so, weil sie sind halt dort groß geworden, sie wissen auch nicht wohin. Aber letztendlich werden sie von der Marine und der Weltregierung verfolgt. Sie verfolgen die, und da kann man sich fast schon mal fragen, da ist zum Beispiel dieser Barry-Typ, ist auch wieder am Start. Die ganze Marine, die verfolgen sie, weil sie die dort auch vermuten, so letztendlich, dass sie da sind. Und dann gibt es ein geiles Panel, hast du es gerade vor dir, wo man nur die schwarzen Hammer. Silhouetten sieht, Alter, von das diesen ganzen. Hammer. Also, das sind ja alles Tiere fast. Das sind ja alles Tiere. Wo ist Khalifa? Ich sehe Khalifa nur nicht. Ansonsten sind alle am Start, beziehungsweise wir sehen alle, die sehen fast aber schon animalisch so alle aus. Bruno wirkt halt wie so ein Tier, weil er halt ja, so durch seine so Haarform Bulle, ja. Und so hat er halt auch so eine. Er ist nicht Khalifa quasi ganz rechts. Aber durch den Schaum. Stimmt, das dann durch halt den Schaum sieht sie aus wie so ein Schaf oder wie so ein Steinbock oder genau. So. Einfach, stimmt eigentlich, das sieht auch richtig geil aus. Auch, selbst die auch kleine Eule. Ist ja in dem Sinne keine Eule, aber dadurch, dass er da so in dem Baum steht, sieht es halt so aus. Sieht aus wie eine Eule. Alle sind komplett schwarz, eine weiße Kontur und rote Augen, und es wirkt halt so badass, weil die Marinesoldaten halt so total souverän da hinkommen, so, ja, wir schnappen uns die jetzt, und da ist ja, wie alles gesagt, Schweiß. Der Typ von der mit der Bärenfrucht, der von den 100 besten Marinesoldaten, und dann kommen die dahin, sehen diese Silhouetten, und es ist klar, die wurden komplett hops genommen. Man sieht dann auch, man sieht dann halt auch den Schwenker, die sind alle, obwohl ja auch ein Rob Lukey zum Beispiel noch angeschlagen ist, der trägt ja auch noch die Bandagen und so, aber die sind alle ohne Verletzung da rausgekommen und haben die kompletten Marinesoldaten, die sie gejagt haben, komplett durchgelassen, wirklich. Also wirklich komplett fertig gemacht. Und dann letztendlich telefonieren sie, weil sie die fertig gemacht haben, telefonieren sie per Teleschnecke mit Spen Damme, der immer noch zermöbelt im Krankenbett chillt, dass er letztendlich zurückkommt
ja, wieder am Start ist, dass es keinen Sinn hat, letztendlich die einfach so zu jagen und auszulöschen. Und sie kommen zurück, sie werden sich den Posten zurücknehmen und dann hat Van Damme auch eine Auseinandersetzung mit seinem Vater, Van Damme heißt der Typ. Ja, und die planen letztendlich, die CP9 auszulöschen irgendwie. Und ja, und dann sieht man letztendlich, dass das Schiff wegsegelt und weiterhin wissen wir eigentlich nichts über die. Wir wissen jetzt nur, dass ein Teil davon, also Eki zumindest und Rob Lucci, bei der CP0 sind. Und dann könnte man sagen, hat eventuell Van Damme mit seinem Vater dort beredet, dass sie einfach die CP9 auslöschen und sie direkt zur CP0 aufsteigen? Vielleicht so? Ist das vielleicht deren Gedanke? Ja, es ist halt die Frage, weil man halt die anderen noch nicht gesehen hat, ob man die jetzt wirklich alle übernimmt oder ob man denen vielleicht auch andere Aufgaben zuteilt, das ist schwierig. Also das lässt sich da nicht so richtig abschätzen. Aber auch vielleicht mal eine kurze Frage an dich. In der allerletzten Seite, diese Blume, ich habe da schon so viele Theorien drüber gelesen. Glaubst du, da hat es irgendwas auf mit sich? Also hat es irgendwas so auf sich, weil nee. Dann halt so eine richtig, da ist so eine richtig überdimensionale Blume und ich habe da so viele Kommentare schon gelesen, ja, das bedeutet dies, das bedeutet das, das steht symbolisch dafür, aber ich weiß gar nicht, also ich, für mich ist das ja. Einfach, ja, vielleicht schon irgendwo so neu anfangen oder so, aber es ist schwierig. Weil das also war ja letztendlich in dieser kleinen Heimatstadt, weißt du, da haben sie ja, hat sie ja die, also Khalifa hat ja die Blume geschenkt bekommen von diesem kleinen Mädchen. Wo aber auch die Leute entsetzt waren, also Jabura und so, die waren alle entsetzt darüber, the flower of gratitude, it's too bright. Also, was ist damit gemeint? Also, einfach eine Blume der Dankbarkeit, die einfach der so übergeben wird letztendlich und aber irgendwie sind sie entsetzt über diese Blume und am Ende wird sie da gepflanzt. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwas zu sagen hat, aber ich denke, das könnte assoziiert werden mit einem Neuanfang, so wie du es gesagt hast. Vielleicht sieht man das, also das ist auch traurig so. Vielleicht sehen wir, wenn die CP0 irgendwann mal auf Ruffy trifft oder so oder mit Rob Lucci, dass wir dann die Geschichte mal erfahren, weil das ist eigentlich, das ist eine Geschichte, die müssen wir erfahren. So, mach doch lieber sowas in der Filler-Folge, anstatt irgendwie uns den Reverie-Arc zu versauen im Anime zurzeit. Den haben sie ja komplett vergeigt. Mach doch lieber sowas, ey, was Canon ist, was, da brauchen sie auch, guck mal, da haben sie die Vorlagen liegen, da brauchen sie sich nicht aus dem Ärmel schütteln und so. Sei einfach traurig ein bisschen, dass das so versaut wird. Ja, gerade das mit Enel und so, weißt du, da hätte man, also sagen wir mal, so eine Anime-Folge, ein Reverie-Arc, die geht, also man könnte guten Gewissens locker 10 Minuten Enel zeigen und man bräuchte nicht mal Ton, man bräuchte nur ein, zwei OSTs und die Soundeffekte von der Arche Maxime und sowas, weißt du, und die Soundeffekte von Enels Teufelsfrucht und man könnte locker einfach 2 Minuten Enel, 2 Minuten Reverie oder so, so im Schnitt, könnte man locker den Inhalt mit Canons da füllen, den die Leute hypen würden. Weil es würde ja keine Sau sagen, also klar, Reverie ist ein bisschen spät, um jetzt einen Enel-Cover-Story-Pick zu machen, aber es würde ja keine Sau sagen, ey Leute, das geht nicht klar, warum sehe ich hier Enel? Wie scheiße ist das denn? So, weißt du? Würde ja keine Sau machen. So, und stattdessen zeigt man dann Marine vor. Ey, ich habe letztens zu Raffi auch aus Spaß gesagt, ich habe das Gefühl, im Reverie-Arc habe ich mehr Marine Ford geguckt wie im Marinevortag. Das ja, ist ja, ja unglaublich. Ey, man sieht ja nur noch sowas, ne? Das ist ja nicht mehr normal. Also, keine Echt Ahnung. Echt eklig. Das ist ganz schlimm. Nervt auf jeden Fall, ey. Nervt. So. Ah, so, jetzt geht's weiter. Leute, wir sind über eine Stunde hier und ihr müsst gerade wissen, wir haben unsere, also ich habe meinen Ventilator nicht an, habe das Fenster zu, damit die Aufnahme auch gut klingt und es ist so heiß, es ist genau dieser Tag, Leute, es ist dieser Tag, wo hier gefühlt irgendwie über 30 Grad draußen sind und wir chillen hier einfach, aber egal. Es wird durchgezogen, wir haben noch ein paar vor uns und zwar einmal die Trennung der Strohhüte, also beziehungsweise, was ja auch kennen gezeigt wurde, wo die Strohhüte alle sind, was sie machen. Das wird wiederum gut animiert, ja. Ja, das kann ich auch verstehen, das muss gezeigt werden. Am Anfang fängt es an mit Sanji, wie er vor den Transen abhaut und am Ende selber eine Transe ist, das kann man einfach so sagen, ne? Er ist ja wirklich fucking eine Transe geworden, so. Er hat sich auch so geschminkt, läuft da mit Hackenschuh rum und springt da durchs Wasser und ist eine von denen, so, also von denen, ja, irgendwie geworden, keine Ahnung. Aber ist halt interessant, einmal kurz alle Strohhüte zu sehen. Ja, dieser schnelle Umschwung. Also, man sieht halt so, der erste Shot, Sanji rennt weg, so mit der Angst seines Lebens. Zweite Shot, er ist halt so eine glückliche Transe, wenn man das so sagen kann. Dann auch so Nico Robin, so am Anfang so voll am Struggeln, gefesselt noch so. Und im zweiten Shot trifft sie schon auf die Revus. Und bei Frankie ist es halt auch so, bei Frankie ultra interessant, weil
er läuft halt erstmal weg, aber dann gibt's halt diesen Shot, wo er vor einer Fabrik steht, die zugenagelt ist, wo steht Keep Out, wie gesagt, der Eingang ist versiegelt und da steht einfach Vegapunk drüber. Da steht Vegapunk drüber und wenn da Vegapunk drüber steht, also weißt du, wenn Vegapunk draufsteht, ja. Hofft man auch, dass Vegapunk drin ist. So, weißt du, was ich meine? Da will man einfach, also ich sag mal, von den anderen ist es auch interessant. Es ist irgendwo cool zu sehen, aber Lysop ist ja zum Beispiel ein Humor-Aspekt, dass er sich da voll frisst. Aber bei Frankie ist es halt ultra spannend, weil man weiß, der Typ, der erfährt da richtig krassen Scheiß. Ja, auch gerade das Interessante ist auch immer der Text unter der Cover-Story, steht, dass er da geboren wurde. Also das Haus, wo Dr. Vegapunk geboren wurde. Also das ist doch mal krass, Leute. Also wurde Vegapunk geboren. Das muss ich mal reinziehen. Also das steht hier so. Also das wird Oda nicht ohne Grund dahin gekritzelt haben. So, deswegen ist schon heftig. So. Lysop Comedy hast du gerade schon erwähnt. Darüber gibt es nicht so viel zu sagen. Chopper. Ja, okay. Ist jetzt auch nicht Comedy so interessant. Ein bisschen anders. Auch Comedy, ja. Würde ich auch sagen. Bei Nami, so ist Nami. Es halt, bei Nami denkt man, scheiße, die lernt was, aber dann hat man festgestellt, nein, sie lernt doch nichts. Also, sie lernt nichts. Ich finde die Wetterthematik geil. Man geht die quasi direkt in die Richtung Wetter und da ist Nami auch am richtigen Spot quasi, um das zu lernen. Aber machen wir uns nichts vor, Leute, der Nami Power Spike, also wo sie sich weiterentwickelt hat, der kam ja erst nach dem Timeskip. Da hat sie erst den neuen Stock bekommen, da hat sie erst Zeus bekommen und alles andere kam so nach dem Timeskip. Also, nachdem die Ströte wieder zusammengekommen sind, weil als die Ströte zusammengekommen sind, da war sie halt einfach genauso stark. So, also da hat sich nichts geändert gefühlt, außer dass sie da so ein, zwei Attacken ein bisschen anders dargestellt hat. Deswegen, das war ein bisschen schade. Ja. Was interessant ist noch das von Zorro, finde ich. Also davor kommt noch Brook natürlich und so, wie er da den Text schreibt und so. Also ihr kennt es ja alle, das ist ja jetzt nicht unbekannt. Also was aber cool ist, ist das mit Zorro, wie er dort ist letztendlich auf dieser Insel. Und dann, warte, muss ich kurz hier gucken. Er sieht halt einen riesen Grabstein dort, was auch ziemlich krass ist. So einen riesigen Grabstein aus Holz aber, mitten in den Ruinen. Und dann ganz am Ende sieht man eine Silhouette. Ja, und letztendlich war es das. Also, ja, aber genau, also man sieht halt, das wird dann höchstwahrscheinlich der Affe sein, also so ein Affe, ne? Ja. Obwohl ja, genau, die also letztendlich im Manga nie gezeigt wurden, richtig. Ja, genau, also man sieht, das lässt halt nur darauf schließen, dass man kann schon davon ausgehen, dass die Affenthematik nicht ganz Filler ist, aber sie ist auch nicht ganz Canon, so wie sie da gezeigt wurde, weil so in den Umfang wurde es nie präsentiert. Im Manga gar nicht, in der Cover-Story kann man darauf schließen, weil das Schwert überhaupt nicht so aussieht wie das von Mihawk oder so. Und es wurde auch nicht angesprochen, dass so ist. Und Perona ist auch immer mit dabei. Sie chillt da quasi mit Zorro. Aber man sieht halt auch, er hat so ein Schwert die ganze Zeit in der Hand. Und die Silhouette sieht halt auch relativ kampfbereit aus. Also ja. Es wirkt schon so ein bisschen wie die Challenge. Das wird so ein Human Drill Affe sein, aber ich glaube nicht, dass es... Ja, auf jeden Fall. Also, dass es jetzt Mihawk ist, glaube ich nicht, Leute, so, um das mal vorwegzunehmen. So, ja. Das war's aber auch schon mit der Cover-Story. Die nächste ist schon die, die ist interessant. Also, da sind viele Sachen bei gewesen, weiß ich noch. Das erste Bild hat schon für viel Furore gesorgt. Also, das erste Bild, kommen wir erstmal dazu, Windmühlendorf, natürlich Ruffy-Ursprung. Natürlich das Dorf, in dem Shanks quasi so seinen ersten richtigen Impact hatte. Und da ist ein Kind zu sehen, von Makino. Und dieses Kind, also, da hat der ein oder andere vielleicht vermutet, dass das das Kind von Shanks ist, auf jeden Fall. Ja. Es liegt auch nahe, ganz ehrlich. Es ist so eine verbreitete Theorie, aber es liegt auch einfach nah. Und es ist halt, das Kind ist so ein Fokus, es ist genau in der Mitte des Bildes. Und man sucht vergeblich nach anderen krassen Details. Dieses Kind ist wirklich so herausstechend. Und warum sollte man das machen? Also warum sollte die erste Seite, weißt du, bei Enel hat man ja auch sowas, so einen Mond einfach und so, weißt du, warum sollte man hier die erste Seite auf so ein Kind fokussieren, wenn es nicht irgendeine Bedeutung hätte. Also wenn es von irgendeinem Random käme, hätte man es nicht so gezeigt, glaube ich. Was auch cool ist, dass man danach dann Dadan sieht, ne? Wie sie da chillt und aus der Zeitung alle Zeitungsartikel von Ruffy ausschneidet. Man sieht links den kleinen Dings und aufklebt mit dem Klebestift. Und da sieht man, dass der Berg, also die Zeitungsartikel von Ace, noch den von Ruffy überwiegen. Ne? Also er hat da... Ja, genau. Er hat da letztendlich fünf Bücher voll mit aufgeklebten Zeitungsartikeln und Steckbriefen, die Dadan immer gesammelt hat und aufgeklebt hat. Und Ruffy hat erst, ja, ist jetzt wahrscheinlich das vierte, was da geklebt wird. Und
Das ist schon geil eigentlich so, dass man das sieht. Okay, Ace war noch ein bisschen krasser so. Und alle haben einen Strohhut auf. Genau, alle haben einen Strohhut auf. Der eine hält sogar so ein Ruffy-Schild hoch, also so ein Luffy-Schild hoch und so. Das heißt, alle feiern Ruffy für seine Taten und auch das wieder. Und links ist sogar Roger. Ja. Hier links ist sogar Roger. Aber weil du gerade schon gesagt hast, die Ace-Bücher, die sich da stapeln, auch hier wieder cool zu sehen, man sieht da dann, wie sie Zeitungsartikel sammelt, left and right. Also sie hat alles verfolgt, was von Ace jemals thematisiert wurde in der Welt. So hat sie alles in 5 fetten Büchern über Ace gesammelt. Und dann ist halt so eine Reaktion, die sie gebracht hat gegenüber Garb, wo sie ihn geschlagen hat, wo nachdem Ace gestorben ist, so, und ihn quasi angeheult hat und ihn geschlagen hat, da denkt man sich so, okay, ist die Reaktion gerechtfertigt? Aber ja, das ist sie. Sie hat Ace nie aus den Augen verloren, nachdem er gegangen ist. So, sie hat immer weiter verfolgt, was Ace macht, so, und hat Ace auch immer weiter als Kind quasi gesehen. Und deswegen das auf jeden Fall auch enorm interessant. Und sie trägt ja auch nicht nur den Strohhut, sie trägt ja auch die Kette von Ace, so, weißt du? Also sie ist schon Ehrenfrau auf jeden Fall. Und ich hoffe mal, vielleicht werden wir das irgendwann sehen, was in diesen Büchern drin geklebt ist. Ich weiß nicht. Also vielleicht wird Oda daran denken, so. Das ist irgendwie voll geil. Ja, es wäre cool, es wäre cool. Was sieht man noch? Die Steckbriefe gehen halt rum. Weißt du, was die Ruffy-Bücher sind? Wir sehen die Ruffy-Bücher aktuell im Reverie-Arc. Ja, stimmt. einfach die Flashbacks der Strohhutbande. Ja, einfach die Filler der Strohhutbande. Also das ist wirklich... Also die Cover-Story ist halt wirklich mal eine Cover-Story, die von allen möglichen Charakteren, darum geht's halt auch so, von den Decks dieser Welt, dass man halt alle Charaktere immer sieht. Und hier sind so viele interessante Charaktere dabei, auch Zorros Meister quasi. Auch ultra interessant, finde ich zum Beispiel. Dass der da ist, genau. Das war das letzte Mal, wo man ihn gesehen hat. Und deswegen wird er höchstwahrscheinlich nicht in Wano sein. Vielleicht ist er doch da. Und da sieht man auch immer noch auf seiner Robe oder auf seinem Kimono, was er über die Schulter nur gelegt hat, sieht man nochmal dieses Zeichen, diese 2 gekreuzten Schwerter, die das Zeichen des Dojos sind. Also immer noch heute. Und das haben wir jetzt aktuell auch im Wano Kuni-Arc öfter gesehen in Flashbacks, dass dieses Zeichen öfter wieder auftaucht. Deswegen ziemlich interessant. Und ich hoffe, dass das irgendwie noch zusammenhängt. Auf jeden Fall. So, also Shimotsuki Village heißt es genau, da wo die leben. Und Shimotsuki war ja auch dieser Yasui, der jetzt hingerichtet wurde aktuell. Und ja, dann sehen wir auch noch Chuchu, diesen kleinen Hund da, der in Orange Town, da mit Buggy. Das ist ja das erste Geschehen da mit Buggy direkt. Und da sehen wir auch, dass die ganze Stadt da gerade am Aufblühen ist, so ein Fest hat. Und dass da immer noch im Zeichen, alles im Zeichen des Strohhutes ist. Das ist irgendwie alles geil gemacht, dass alle Ruffy so dort feiern. Ja. Heftig gemacht. Also hat er sich aber auch verdient, weil es war ja gerade so, nachdem Ruffy so das erste Mal so einen richtigen Impact auf der ganzen Welt hinterlassen hat, weißt du? So, und dann hat er sich das auf jeden Fall auch verdient. Krass ist auch, dass die alten Kameraden von Lysop letztendlich größer geworden sind aus Syrup Village. Also Tomate, wie heißen sie noch? Tomate, Karotte, Apfel, keine Ahnung, irgendwelche Früchte und irgendwelche Gemüsesorten. Dass die auch ein bisschen älter geworden sind, aber ich sag mal so viel... So reif sind sie jetzt auch nicht geworden, obwohl 2 Jahre vergangen sind, aber trotzdem, die mal wieder zu sehen. Wir sehen halt alle nochmal wieder und es ist ziemlich interessant, auch dass wir Kaya sehen von Lysop, wen sehen wir noch, alle reagieren letztendlich auf die Strohhüte. Jeff von der Parité sehen wir, ist auch interessant. Ah, die 2 von Zoro damals. Was halt geil ist, wir sehen auch nochmal, wenn es in Richtung Nami geht, sehen wir das Grab von Belmea. Das finde ich auch cool, dass man das wieder sieht. Also man sieht es ja auch bei Zorros Meister, dass er da im Grab quasi steht, was auch eine coole Message ist, aber da wird halt auch nochmal all das gewürdigt, also all die Kameraden, die sie am Anfang ihrer Geschichte verloren haben, dass die quasi, also symbolisch ist halt sehr symbolisch gesprochen, aber dass auch die toten Charaktere quasi noch schauen, was die Charaktere jetzt machen, weißt du? So symbolisch, dass man halt immer... Gott, ich sehe gerade eine Coverpage, roll mir die Zehennägel hoch, wenn ich das sehe. Alter! Oh, Skopagaban, Alter. Skopagaban am Sake schlürfen. Skopagaban. Kein Zweifel, Skopagaban am Sake schlürfen. Und der einzige Charakter, der ihn gesehen hat, außer dem Roger Piraten, ist Laboom. So. Ja. Alter, das ist krass. Halt, also dieser, für die nicht wissen, was wir reden, der Charakter, der mit dem Rücken zu uns gedreht ist und der Sake trinkt mit Krokus und der halt diesen Amigasa-Hut aufhat, diese langen Haare, wo man ausgeht, dass es könnte Shigi sein, es könnte Skopagaban sein, es könnte Kawamatsu sein. Das könnte wirklich jeder sein, aber wir wissen es nicht. Und er trinkt nur mal Sake mit gutem Freund Krokus und wer könnte das sein? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall der Rücken zugedreht. Das sehen wir auch alles in dieser Cover-Story, die von Chapter 631, das war so Fischmenscheninsel-Zeiten.
Müsste das sein, ja. Da wurde das gezeichnet, alles immer wieder. Nee, das waren ja nicht die Steckbriefe von Dressrosa. Welche waren denn das? Die Steckbriefe einfach jetzt so nach. Das nach, war was quasi, war das? Nach Sabaody 400 einfach. Millionen hatte. Ja, ja, genau, die 400er Zeit war das. Es war auch cool, dass man da alles sieht. Dann sehen wir hier zum Beispiel auch Warpool, sehen wir. Cool ist auch, dass der kleine Hund unten links immer noch ist, weißt du? Der damals schon war bei der Cover-Story. Der ist jetzt so ein richtiger Mensch schon. Das ist ja geil. Ey. Sich treu geblieben. Einfach in dieses Vibe. Miss Universe hat er immer noch. Dark Drum, genau. Evil, the Evil Black Drum Kingdom is born. Jetzt wurde das Königreich letztendlich erst richtig gegründet, so, nachdem er so erfolgreich wurde. Und dann sehen wir auch das richtige Drum Island, Sakura Kingdom, wie sie das leben. Wir sehen auch hier. Ja, und wie gesagt, es geht halt in jede Richtung. Auch hier wieder lustig, so Vivi sieht genauso aus, wie man sie hinterlassen hat. Und hier sieht man einfach der König von Alabasta einfach mal, also hier sieht man so diesen Übergang, einfach 30 Jahre älter geworden. Einfach 30 Jahre älter geworden, so von einem Moment auf den nächsten sieht man hier quasi so einen ganz kurzen Übergang. Auch lustig, weil man halt Viper wieder sieht und der sieht so bosshaft aus mit seinen Leuten, ne? Also der sieht bosshaft aus. Wenn ihr da mal schaut, quasi die Coverpage zu Chapter 648 ist das enorm cool, wie Viper da halt steht, wo man sich auch immer hofft, dass Viper nochmal ein Comeback feiert. Weil es dann einfach ultra interessant ist und es geht dann halt wirklich hin. Mit langen Haaren jetzt wirklich, nicht mehr die Seiten kurz, er hat richtig lange Haare, sieht richtig heftig aus, richtig krasser Testo-Nacken geworden. Bin ich auch gespannt. Weißt du, woran mich das erinnert? Immer an die, oh Gott, das kann man eigentlich gar nicht in einem One Piece Video sagen, aber immer an die Dothraki von Game of Thrones, weißt du? Ja, so ja, diese, stimmt. So Krieger mit so langen Haaren und so, ja, egal. So eine Art, echt. genau. Gunford, also man sieht ja halt alle, Leute, das war eine riesen, wie viele Chapter waren denn das? Also wie viele Chapter waren denn diese, ja, diese 48 Teile. Also ein Jahr. Das muss man sich mal vorstellen. Das ging von Chapter 613 bis 668. Ey, das ist so krass, ne? Das ist so heftig. Weil ja dazwischen wird ja auch nochmal eine andere Coverpage zwischendurch eingeblendet. Das heißt, die haben uns einfach über ein Jahr gezeigt, wie die Leute einfach auf die Strohhüte reagieren oder was die halt einfach aktuell so machen. Aber das war auch für Oda, das wäre für Oda wirklich die Chance jetzt mal, zu zeigen, was mit allen anderen Charakteren ist nach dem Timeskip, weißt du, weil er hat ja sonst nie die Chance gehabt nach dem Timeskip, zum Beispiel hier Hanyabal, der sitzt einfach auf dem, der ist jetzt einfach hier der Chefwärter in Impel Down, so, da hat er mal die Chance, diesen ganzen, ich sag mal, nicht ganz so mehr wichtigen Charakteren mal hier die Bühne zu geben, mal zu zeigen, okay, das ist mit denen jetzt passiert, in zwei Jahren, also zwei Jahre in der One Piece Welt sind ja viel mehr Zeit, als überhaupt wir gesehen haben vorher mit der ganzen Geschichte, so, und da sieht man auch Bonchan zum Beispiel, auch, viele fragen immer, was ist mit dem, so, weißt du? Ja, mit Bonchan, also mit Mr. Two. Und hier sieht man mal endlich, er ist jetzt der Anführer, er ist der neue Ivankov in Level 5.5. Also, er ist nicht tot, er chillt da immer noch, tanzt da rum, lebt High Life, hat da Vorräte aus dem Gefängnis abgekapselt immer. Und deswegen, dem geht's gut. So, ist nicht so, dass er da irgendwie jetzt leidet oder so. Der ist ja der König, wird gefeiert von allen. Deswegen die Frage endlich auch mal vom Tisch. Und ganz am Ende finde ich enorm geil, das allerletzte, was wir sehen, ist, ist das Grab von Ace und Blackbeard. Ja, moin! Ace und Blackbeard nebeneinander begraben, wer kennt's nicht? Ace und Whitebeard natürlich. Ich wollte Edward Newgate, weißt du, und dann hat sich das so ein bisschen vermischt. Naja, jedenfalls sehen wir drei Sake-Schalen und ganz klarer Hinweis quasi, die drei Sake-Schalen wurde ja dann nochmal gezeigt. Das ist das Ding, da war ja letztendlich, es wurde ja letztendlich zu dem Zeitpunkt, wo das Grab jetzt hier auf der Cover-Story, auf der Cover-Page gezeichnet wurde, mit den drei Sake-Schalen, war ja noch Sabo nicht revealed als wieder lebend. So, und jetzt muss ich mal reinziehen, während des Timeskips, wir wissen ja, Ruffy war da nicht an dem Grab nochmal so, also, und wer sonst sollte das, also, es war eigentlich so offensichtlich, es war hier gezeichnet, so, es ist einfach so offensichtlich, wer soll sonst das Grab besucht haben mit den Sake-Schalen, mit den drei Sake-Schalen. Ja, drei Sake-Schalen und wir haben da ja auch schon diesen Flashback, also den Flashback gehabt zu Sabo, so. Ja. Und das Ding ist, man sieht ja dann, also man dachte ja dann, dass Sabo tot ist, aber es ist halt auch alles so zu Ace gerückt, also wirklich die Kiste steht vor Ace Grab, so eine Zeitung ist vor Ace Grab, so, und alles ist davor, das heißt, man wusste, es hat einen Bezug zu Ace, und man hätte es sich denken können, aber
Ja, es ist geil. Ein ultra cooles Detail. Es ist einfach geil. Also auch. Da One Piece auf jeden Fall. Cover Story technisch. Man denkt halt so, okay, Cover Story ähnel CP9 ist wirklich story relevant, zeigt einen wichtigen Abschnitt, der einfach nicht im Anime gezeigt wurde. Aber auch hier so ganz kleine Details, die einfach richtig wichtig sind oder halt einfach so viel predicten können. Deswegen, Leute, auch in Zukunft, lest die Cover Stories, weil irgendwann, wenn One Piece mal viel weiter fortgeschritten ist, dann machen wir vielleicht auch noch mal was zu den Cover Stories dann, die dann raus sind. Aber Leute, man kann schon davon ausgehen, so in jeder zweiten oder dritten Cover-Story ist mindestens ein ultra wichtiges kleines Detail dabei, wo man sich sagt, ey, daraus kann man was richtig Wichtiges ziehen oder was richtig Krasses predikten, und das ist halt einfach cool zu sehen. Ja, und deswegen lohnt es sich, das Ganze hier sich auch nochmal visuell reinzuziehen, Leute. Wirklich, also ich werde es verlinken in der Videobeschreibung, ich denke hundertprozentig dran, keine Sorge. Jetzt haben wir noch 3 Stück, haben wir noch vor uns liegen. Wir werden die versuchen, ein bisschen knackig zusammenzufassen. Erstmal die erste ist über Karibu, der gerade aktuell auch im Udon-Gefängnis wieder am Start ist mit seiner Lehmfrucht. Also ein Logia-Nutzer. Seine Geschichte, was mit ihm passiert ist, so, wir haben ihn auf der Fischmenscheninsel zuletzt gesehen. Er wird letztendlich von Jinbei fertig gemacht, in den Fass gesteckt. Dann zieht Jinbei mit ihm durch. Was Jinbei aber überhaupt noch vorhat, sehen wir dann noch. Auch wieder cool, finde ich. Hier eine coole Anekdote, weil hier war natürlich auch Jinbei als Crewmitglied noch nicht richtig, also nicht richtig integriert. Und natürlich Karibu in alter Manier versucht wieder hier die Weiber zu kidnappen, weil er Menschenhandel so feiert. Aber dann ist es halt lustig, weil Jinbei ihn schlägt und ihn wieder in ein Fass steckt. So. Und Karibu wurde ja schon mal in ein Fass gesteckt von den Strohhüten auf der Sunny. So. Also da haben ja auch alle so dieses Fass. Also Frankie war der ausschlaggebende Faktor, aber das ist halt der zukünftige Strohhut Jinbei einfach genau das gleiche macht, weißt du? So ist halt auch immer ultra lustig. Und interessant ist natürlich, er meinte, er wird der Crew beitreten, aber er muss noch irgendwas erledigen. Und jetzt hier in der Cover-Story offscreen, was gar nicht im Manga geschehen abgearbeitet wird, sehen wir Jinbei, was er erledigt. So. Also er zieht durch und hat da irgendeinen Plan. Und wir sehen jetzt, was das vermeintliche Crewmitglied, was ja bald ein Crewmitglied wird, jetzt noch zu erledigen hat. Und das werden wir auch gleich hier auflösen. Für die, die es nicht wissen, könnt ihr schon mal gespannt sein. Ihr wisst es eh alle. Aber auf jeden Fall hat sich erstmal Karibu geschnappt. Und Karibu wird dann ausgeliefert, der G5-Marinebasis. Wird dann aber noch gerettet, ist das sein Bruder von seiner Piratencrew auf jeden Fall. Dieser komische Typ mit dem Gecko auf dem Kopf. Wird dann befreit, kurz vor seiner Verbrennung. Und er schreit schon, Alter, das sieht einfach geil aus, alles. Ja, das ist echt geil. Vor allem G5 ist ja auch die Bande von Smoker, ne? Also Smoker, die Bande. Genau. Ja, genau. Es ist halt der. Und die G5 ist ja auch für die Leute, die das nicht mehr ganz im Kopf haben, aber im Pankasse wurde es ja auch gesagt, von den ganzen G-Einheiten, also es gibt ja auch die G2 und so weiter und so fort, aber die G5 ist halt enorm berüchtigt dafür, richtig brutal zu sein, weißt du? Und dass Jinbei ihn genau da abliefert, ist halt zu lustig, weil natürlich auch Karibu so voll die falsche Schlange ist, weißt du? Er wird gerettet, aber lässt dann wieder seine Leute da zurück, weißt du? Es ist halt so assi. Und man sieht noch halt so, wie er angeschossen Karibu wird, so, weißt du? Siehst du ja, also Schusslöcher noch und lacht so. Und seine Leute, die ihn gerettet haben, die werden jetzt da sterben. Also man kann wirklich ausgehen, dass sie sterben. Alter, weil die haben schon Karibu verbrannt. So. Die werden den auch verbrennen, da sein Bruder, also sein Crewmitglied. Alter, wie krass ist das eigentlich? Was für ein Wichser. Also es ist wirklich ein scheiß Charakter. Also es ist wirklich ein ekliger Charakter, kann man nicht anders sagen. Dann wird er aber, sein Schiff geht sogar kaputt. Er hat nur noch ein kleines Beiboot, hat sich da selber festgekettet, ist da mitten im Sturm. Als tolles Produkt ist er natürlich nicht so geil. Er ist dann letztendlich aber auf eine Schneeinsel, wo er ja mehr oder weniger genesen wird von einer alten Oma, die er aber auch gleichzeitig beklaut. Alter, so ein Wichser, ne? So assi, ne? Also wirklich, während sie schläft, klaut ihr den Schmuck. Also das ist wirklich, also jetzt gerade die auch Hoffnung haben, dass er irgendwie ein Crewmitglied wird oder irgendwas. Nein, das ist, der bleibt so ein durchtriebener Penner, auch wenn er gerade nützlich war mit der Kommunikation in Wano Kuni, dass er da den Tipp gegeben hat und so. Trotzdem, der geht jetzt einfach weg und die Oma zeigt ihm noch den Weg und so zum Hafen und er geht da einfach weg mit dem Essen. So, was passiert denn jetzt noch? Genau, was ist da mit der. Wir sehen auch schon quasi die Person, die X-Drake empfängt, wo er quasi sich so kalt. Ja, genau, den sehen wir quasi hier auch schon. Auch wieder cool, dass er so ein bisschen das Empfangskomitee ist, so für alle Leute, die was mit Kaido mal zu tun haben wollen. So müssen erstmal so von ihnen approved werden, weil er trifft ja dann auch direkt auf Karibu. Und das Interessante ist, der jagt nämlich dieser Scotch, der zu Kaido gehört, der jagt diesen komischen Captain Gaburu. Der ist dort der Revolutionsarmee-Anführer, also von der Revolution, die dort gerade auf der Insel gemacht wird, oder von diesen komischen, die machen so eine Revolte, siehst du ja, ne? Und Karibu sieht genauso aus wie dieser Typ, der Captain, der Anführer von denen. Nee. Das ist auch wieder so Comedy-mäßig. Und dieser Scorch natürlich, der jagt diesen Captain dieser Revolte und sieht natürlich Karibu und dreht natürlich durch, ach, so ist ja klar. Karibu sieht ja dann auch seinen Bruder, oder ist das überhaupt sein Bruder? Bin ich mir gar nicht so sicher. Nee, das ist dieser.
Ja, das ist der, Stimmt, stimmt, ne? Oh, das ist eigentlich, Das ist dieser Gaburu. Das ist der, ach so, die Oma dachte auch sogar, dass das ihr Enkel ist. Genau. Also die sehen genau gleich aus, da muss irgendeine Verbindung, vielleicht sind die auch, gehören die irgendwie zusammen, ich weiß es nicht. Och, wie brutal die Oma da in die Luft gehalten wird, Coverpage, Leute, Chapter 716, die wird da einfach in die Luft gehalten, so wie so ein, ja, ja. Keine Ahnung. Also eine Oma ist ja so komplett wehrlos, also würde man halt so sagen, und ja, das ist halt komplett übertrieben auch. Aber es ist halt auch cool einfach, es ist einfach cool. Und auch, dass dieser halt Scotch, wie krass der ist, ey. Und er sieht krass aus irgendwie. Ja, klar. X-Track ist fucking badass. Also das sieht man halt hier auch nochmal, weil klar, Caribou ist interessant und alles, aber hier sieht man halt X-Track und X-Track ist einfach eine Maschine. So, also wie er da so auch ultra bosshaft lang geht, so nachdem er da Caribou kurz durchgelassen hat, ist halt zu lustig. Heftiger Typ einfach, ja. Also ich finde auch, X-Track ist hier mit das Highlight, kann man sagen. Jinbei am Anfang und X-Drake ist, und Scotch vielleicht, so als einer, der bei Kaidos Leuten, zu Kaidos Leuten gehört, ist ziemlich interessant. So, aber müsst ihr euch reinziehen, visuell sieht cool aus. Und jetzt kommt die Geschichte von Jinbei, was er gemacht hat. Und dort sehen wir ihn letztendlich weiter, genau wie es weitergeht. Er hat gerade Caribou abgeliefert, dann sehen wir ihn weiter in seinem kleinen U-Boot, wie er irgendwie nach einem Weg fragt, irgendwo hin. Und dann letztendlich unter Wasser eine Ruine findet und ja, immer weiter befragt. Es findet dann ein Schiff. Ein Schiffswrack mehr oder weniger. Was ist da genau? Warte mal. Ja, okay. Ja, ich kenne ja genau. Dann trifft er auf diese Ruine. Und in dieser Ruine ist halt was ganz Wichtiges. Was wirklich eines der wichtigsten Sachen, die überhaupt mal in der Cover-Story abgearbeitet wurden. Und zwar, in dieser Ruine ist ein Pornoglyph noch zu finden. Das ist das Interessante an dieser ganzen Sache. Natürlich erlebt er dann noch ein kleines Abenteuer. Hilft den alten Dorfbewohnern da und so. Trifft auch Wadazumi, der später bei Whole Cake Island natürlich die Strohhüte rettet überhaupt. Und er hilft jetzt auch dafür, das Pornoglyph dort zu holen. Und da haben alle erstmal gedacht, ist das ein Road-Pornoglyph eventuell? Weiß man nicht. Aber es ist ein fucking Pornoglyph. Das muss ich mal reinziehen. Einfach so in der Cover-Story. Was mit Hilfe von Wadazumi dann letztendlich transportiert wird zu Big Mom. Weil ganz am Anfang von Whole Cake Island, wo letztendlich Jinbei kam, hatte ja Big Mom ein Pornoglyph mitgebracht. Und das war dies aus der Cover-Story. Alle, die das nicht kennen, diese Cover-Story, die wissen gar nicht, wo hat Jinbei das Pornoglyph sich aus dem Ärmel geschüttelt. So, das ist absolut krass. Und es einfach wurde so, auch wieder nicht animiert. So, hätte man auch locker mit einbringen können, statt dass man 20 Minuten durch den scheiß Spiegelwald läuft, so, weißt du? Also am Stück. Ja. Hätte man einfach mal kurz einwerfen können, wie Jinbei an das Pornoglyph gekommen ist und nur so 5 Minuten, weil es halt ultra interessant ist. So ein Pornoglyph ist ja nicht unwichtig und es geht ja einfach um die Stellung, die sich Jinbei bei Big Mom damit in Anführungsstrichen erarbeitet hat und dass man dann diese Arbeit nicht sieht, sondern nur so, ja, ich habe ein Pornoglyph und woher ich das hab, das erfahrt ihr jetzt mal nicht. Ist halt ein bisschen schwach, aber hier halt auch ganz cool zu sehen, weil halt Jinbei auch hier wieder so ein richtiger Strud ist. Er hilft allen Leuten so, weißt du, und ist einfach bei den Leuten beliebt so. Das ist halt einfach geil. Ist auf jeden Fall echt krass. So, letzte Cover-Story, um mal die Zügel in die Hand zu nehmen, um jetzt langsam ins Finale zu kommen, ist letztendlich quasi. Vorletzte, was gibt's denn noch? Warte, wir haben einmal hier die... Ja, also die aktuelle quasi, die jetzt noch läuft, aber... Also es gibt jetzt noch die Cover-Story, die jetzt kommt, ist ja von den Schiffstacks dieser Welt, wo es um die Reaction auf die 500 Millionen geht. Genau, und jetzt, die 500. Und danach kommt die große Strohflotte, wo man so sieht, was die so macht. Aber die läuft aktuell noch, da gehen wir aber auch kurz drauf ein, vielleicht noch. Aber obwohl in letzter Zeit viel Fan-Requests einfach nur kommen. Fan-Requests sind halt auch immer von Fans nachgefragte Motive, die auf Covers gemalt werden von Oda. Und das ist halt immer ein bisschen schade, sag ich mal, für uns Zuschauer, dass wir keine Cover-Story kriegen so an sich. Aber ja, das mit den 500 Millionen Barry, die Reaktion, ist halt wieder genau das Gleiche wie vorhin. Mhm. Man sieht jeden, man sieht Vivi, man sieht Shanks Drum. Kind, ist ja klar. Mhm. Ja, genau, aus einer anderen Perspektive. Shanks Sohn oder Tochter, keine Ahnung. Man sieht Dragon, man sieht Sabo, ist ziemlich interessant. Die reagieren halt alle aufs Kopfgeld nach Dressrosa. Was aber cool ist, finde ich, weil hier sieht man halt auch so ein bisschen, also das wurde auch wieder nicht animiert so richtig,
aber man hat so ein bisschen gesehen. Das Lustige ist hier aber, dass Dragon halt auch so ein bisschen, also er guckt so Koala so ein bisschen über die Schulter, weil er schon interessiert ist, was mit seinem Sohn passiert. Also man denkt immer so, es interessiert ihn gar nicht, aber er guckt schon ein bisschen drauf. Er will es nicht ganz zugeben, aber er hat auf jeden Fall schon ein Interesse, was damit passiert. Und das ist auf jeden Fall da ganz interessant. Auch lustig, weil man halt Mihawk sieht, der da so ein richtiges Highlife lebt. So, weißt du, der sitzt da mit so einem Hut einfach und frisst und schaut sich so nebenbei die Zeitung an. Und auch hier, man sieht wieder die Affen im Hintergrund auf seiner Insel. Das heißt, da auch quasi nochmal die Thematik mit den Affen aufgegriffen. Ja, und dann halt wirklich so alle Arcs, wo die Leute halt irgendwo waren. Und auch hier interessant cool, man ist sieht noch halt, Rayleigh und Fujitora zusammen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ist es Fujitora? Ist es nicht Fujitora, oder? Es ist nicht Fujitora, aber es sieht sehr stark aus, so ein bisschen, ne? Also man weil er auch dieses Holzschwert hat. Er hat dieses Holzschwert da, weißt du? Dieses. Ah, es sieht so stark nach Fujitora aus, aber es ist nicht Fujitora. Und hinter ihm ist Vivi in einer behinderten Version. Es sieht echt aus wie Vivi ein bisschen. Es sieht so komisch aus, aber auf jeden Fall Rayleigh, der dann halt auch das Ganze verfolgt. Was halt auch cool ist, weil Rayleigh zeigt dann den Monstern von der Insel, wo Ruffy trainiert hat, zeigt er die Zeitung halt auch und die reagieren halt auch alle darauf. Das ist halt voll cool. Man muss sich mal vorstellen, ein 7-Samurai-Mitglied, Boah Hancock, die auch Königshaki und alles drauf hat, die hat zu Ruffy gesagt, Ruffy, geh nicht auf die Insel, diese Insel ist so gefährlich und so und man kann da nicht einfach so überleben und Rayleigh reist da einfach hin, um so eine Zeitung den Monstern zu zeigen, so damit die wissen, wie es Ruffy geht. Das ist halt so lustig. Ne? Echt krank. Und was halt cool ist, man sieht Kusan. Also hier auch mal wieder, natürlich Kusan ist Highlife. Dass man den wieder sieht, ist so geil, weil der halt auch so wieder voll den extravaganten Lifestyle hat. Weil der in so einer Hütte so in den Bergen. Irgendwo in den Alpen. Ja, genau, der chillt in den Alpen. Die hat er selbst erschaffen. So. Ist echt so. Nee, und natürlich die Shanks-Piratmann, das ist auch cool, dass wir die sehen. Mal wieder, ist echt, die sehen auch cool aus, finde ich. So in so einer Western angehauchten Stadt irgendwie. Also, boah, es ist einfach und geil. Auch cool, und Shanks da ist eine Hochzeit. Ja, das ist höchstwahrscheinlich von Lucky Roo. Lucky Roo ist der Einzige, den wir von denen nicht sehen. Oder Ben Beckmann sehen wir da, genau. Lucky Roo ist der Einzige, den wir nicht sehen. Und Lucky Roo ist eine Anlehnung an Lucky Luke, der auch aus dem Western kommt. Dann sehen wir so eine Kakteen-Wüsten, keine Ahnung, irgendwie. Vielleicht ist es seine Hochzeit, die sie da einfach feiern. Macht für mich Sinn irgendwie, weil sonst haben wir ihn ja nicht gesehen so. Und warum sollen wir gerade ihn nicht sehen? Und Lucky Luke passt irgendwie, ne? Ja, es ist ganz passend, aber wie gesagt, auch hier einfach die Reactions von allen Leuten. Ein paar wurden animiert ganz kurz gezeigt, die meisten aber nicht. Und gerade auch hier wieder halt einfach interessant, Charaktere zu sehen. Ich meine, ein paar Sekunden Shanks Screentime, ich wäre dafür dankbar gewesen, hätte ich die gesehen, so weißt du, im Anime. Ja, ich auch. Da hätte ich nicht Nein zu gesagt. So ein Shanks, der sowas hochhält, da hätte ich aber mit einem zwinkernden Auge zugeguckt. Und auch halt Kusan zu sehen, ist echt cool. Dann die aktuelle Cover-Story, wie gesagt, die ist noch nicht ganz. Also sie ist in dem Sinne schon abgeschlossen mit den 46 Teilen, ist aber, also wird irgendwann wieder aufgegriffen, weil natürlich die Flotte an sich größer ist. Aber es geht halt um die Strohhut-Allianz, wo Cavendish und Bartholomew und so dabei sind. Und man sieht halt einfach, was die machen. Es ist cool zu sehen, dass sie was machen, weil dann zum Beispiel Cavendish auch die Flagge von der Strohhutbande hisst, was halt enorm cool ist und dann halt so ein, zwei Konflikte hat darüber, was halt enorm cool ist, weil er wird dann verfolgt und so. Und was halt ultra lustig ist, ist halt zum Teil mit Bartholomew, weil der natürlich, der lebt den Strohhut-Lifestyle, der verbreitet das so gut er kann. Und auch in einem der aktuellsten Chapter, enorm lustig, Leute, für die Leute, die es gesehen haben, da hat der einfach eine Shanks-Flagge verbrannt. Da verbrennt er einfach die Flagge eines Kaisers, Shanks, um da ein fucking Ruffy-Flagge so hinzumachen. Man muss sich auch mal vorstellen, also, doof gesagt, wir wissen ja, wie Jan so gut im letzten Podcast gesagt hat, da wurde mal ein halber Kid draus gemacht. So, stell dir mal vor, das wäre keine Ruffy-Flagge gewesen. Da hätten die aus Bartholomew aber einen halben Bartholomew gemacht. So, die hätten den absolut gesteinigt. Und das ist halt sau cool, dass man da halt so sieht, wie alle so ein bisschen auf was machen, was halt cool ist, weil man denkt sich so, okay, was machen die jetzt alle? Aber alle tun irgendwas oder sind zumindest irgendwie damit verbreitet, dass Jolly Roger der Strohhüte in die Welt zu tragen. Ja, ist auch ganz nice zu sehen. Ich hoffe, das wird wieder aufgegriffen. Ich hoffe, allgemein kriegen wir mal demnächst mal wieder eine Cover-Story um die Ohren gehauen, ey. Also ich bin jetzt wirklich richtig fertig nach diesem riesen Podcast. Das ist wirklich mit Abstand der längste. Ja, es ist zum einen der längste Podcast, Leute, an der Stelle. Aber zum anderen ist es auch der
eher nicht skriptlastigste, aber man muss halt am meisten aufpassen, was halt einfach bei der Temperatur sau doof ist. Aber wir wollten die Cover-Stories bringen, weil wir haben es schon immer gesagt, Leute, wir machen die Cover-Stories. Und deswegen, ja, ist das vielleicht ganz gut, dass wir das jetzt hinter uns haben. So. Ja. Dann kann man sich wieder auf aktuelle Themen stürzen. Ich denke mal auch, eine Charakteranalyse können wir jetzt auch mal wieder machen. Die feiert ihr auch immer extrem ab. Die haben wir jetzt auch schon wieder ein bisschen länger nicht mehr gemacht. Und jetzt generell ist es halt wieder so, wir sind beide wieder da. Das heißt, wir können wieder wöchentlich Podcast raushauen. Genau, jetzt ist das Loch vorbei. Wer bis hier jetzt wirklich gehört hat und kein Abonnent ist, den muss ich mal übers Knie legen und auf den Arsch schauen, weil das geht nicht, Leute. Ihr könnt nicht bis hier so lange was konsumieren von Leuten, die ihr nicht mal abonniert habt. Also wirklich, wer bis hier noch nicht abonniert hat, also ich weiß nicht, Leute. Also wirklich, also ich weiß nicht, was ich sagen soll, Leute. Also, aber auch cool, Leute, einfach auch mal ein Like da lassen, so ein Podcast nach so einer langen Zeit und dann einfach gefühlt ein Double-Podcast. Gefühlt ist ja, es ein Double-Podcast. So. Gleich wieder gut gemacht alles. Aber ansonsten... alles wieder gut gemacht. Geht's jetzt wieder weiter und schreibt mal Themenvorschläge in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, boah, das wird so viel Arbeit, das Ganze erstmal audiomäßig zu schneiden. Das ist nicht euer Problem. Ich würde sagen, euer Problem ist es jetzt erstmal, beziehungsweise eure Aufgabe ist es. Hashtag, was können Sie denn schreiben diesmal? Hashtag eure Lieblings-Cover-Story. Ja, genau. Also schreibt genau. Einfach Hashtag Enel, Hashtag CP9, Hashtag 500 Millionen Reaction oder Hashtag Jimbe. Ihr wisst, was ich meine. Einfach da quasi eure Lieblings-Cover-Story als Hashtag schreiben. Und dann wissen wir Bescheid, was ihr am meisten feiert. Und wie gesagt, irgendwann kann man nochmal was dazu machen, wenn dann halt mehr Cover-Stories raus sind. Das dann aber in ein paar Jahren. Genau. Ansonsten, ich bin einfach jetzt fertig und ich bin wirklich fertig. Leute, haut rein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Meine letzten Worte natürlich. Die letzten Worte sind natürlich wieder an Myrolox gegeben. Ja, Leute, auch von mir. Vielen, vielen Dank fürs Sendeschauen der 13. Ausgabe des Podcast. Wie gesagt, es geht jetzt wieder richtig los, wöchentliche Podcasts. Und auch in den nächsten Podcasts wird die eine oder andere Ankündigung auf euch zukommen. Vielleicht ein ganz kleiner Teaser für die Leute, die wirklich anderthalb Stunden hier sitzen. Eine Livestream-Thematik wird auch in nächster Zeit noch auf euch zukommen können, da aber nicht die großen Announcements anschwingen, aber das wird auf jeden Fall auch nochmal ein Thema sein. Und mit diesem Teaser beende ich die 13. Ausgabe des Podcast, Leute. Haut rein, ciao und tschüss.